Möchtest du den Islam lernen und verstehen, hast das Lernen aber immer wieder unterbrochen? Möchtest du den Islam einfach und flexibel auf klassische Weise und ohne Zeitdruck lernen? Bei Jawziya ist all das möglich. Hier erhältst du authentisches Wissen und Ijazat. Zurück zu den Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'a, wodurch du in der Lage bist, diese Werke der Gelehrten selbst zu überliefern. Was dich bei Jawziya erwartet? Fiqh, Hadith, Sira und vieles mehr. Klicke jetzt auf Jawziya und werde Mitglied. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrahli sadri, wa yassirli amri, wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Ein weiteres Zeichen der Stunde ist das Befolgen der früheren Umam, der früheren Gemeinschaften. Und das ist das, was wir heutzutage erleben in einem Ausmaß, das nicht mehr normal ist. Wir erleben heutzutage genau das, wo die Individuen dieser Umma, dieser Gemeinschaft, der Folger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie konkurrieren und prahlen im Befolgen der Wege der Kuffar. In allem, ob es offensichtliche Sachen sind oder geheime Sachen. Sie imitieren sie in allem, in dem Ausmaß, dass sie selbst ihre Redensart übernehmen. Sie folgen ihnen blind in allen Aspekten ihres Lebens, sodass sie sich schon in ihren Gedanken nachahmen und im Weg ihres Lehrens und in allen möglichen Bereichen und Aspekten des Lebens. Und so wird überliefert von Abu Huraira über den Propheten Allah Segen und Frieden auf ihm, dass er sagte, La taqumu sa'a, die Stunde wird nicht eintreffen, hatta ta'khudha ummati bi'akhdhi al-qurun qablaha shibran bi-shibr wa dhira'an bi-dhira'. Die Stunde wird nicht eintreffen, bis meine Umma, bis meine Folger die Taten der früheren Völker nachahmen und ihnen folgen, Spanne für Spanne und Elle für Elle. Und die Überlieferung finden wir im Sahih-Werk von Bukhari. In einem anderen Wortlaut heißt es von Abu Sa'id, dass er sagte, O Gesandter Allahs, Al-Yahudu wal-Nasara, meinst du die Juden und die Christen? Und er sagte, Faman, wen sonst? Und die Überlieferung finden wir im Sahih-Werk von Bukhari und Muslim. Und in einem anderen Wortlaut sagte der Prophet, alayhi salatu wassalam, Shibram bi-Shibr, wa dhira'am bi-dhira'. Spanne für Spanne und Elle für Elle, hatta law dakhalu hujra dabbin tabi'tumuhum. Selbst wenn sie in ein Eidechsenloch kriechen würden, würdet ihr ihnen folgen. Und dann sagten sie, O Gesandter Allahs, al-Yahudu wal-Nasara, die Juden und die Christen, also meinst du die Juden und die Christen? Der sagte, faman, wen sonst? Und die Überlieferung finden wir auch im Sahih-Werk von Bukhari und auch im Sahih-Werk von Muslim. Ibn Battal, er sagte zu dieser Überlieferung anmerkend und informierte Allah Segen und Frieden auf ihm, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass seine Umma vor dem Eintreffen der Stunde den Neuerung von den neuen Angelegenheiten folgen werden und die irreführenden Gelüste, genauso wie die Umma, also wie die Gemeinschaften von Persien und Rom ihnen folgten, sodass die Religion bei vielen Leuten verändert wurde und der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, warnte uns in vielen Überlieferungen, dass das Ende übel sein wird und dass die Stunde nicht eintreffen wird, außer auf die übelste Schöpfung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, Spanne für Spanne und Elle für Elle. Und dann erwähnt er, selbst wenn sie in ein Eidechsenloch kriechen würden, dann würden wir ihnen folgen. Und das ist eine Veranschaulichung dessen, wie sehr und wie übertrieben diese Leute aus der Umma des Propheten Muhammad, Allah Segen und Frieden auf ihm, denen folgen werden. Und Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, er sagte, der Unglaube der Juden gründet auf das Unterlassen der Taten mit dem Wissen. Das heißt, die Juden, ihr Kuffer gründet auf das Unterlassen der Taten, obwohl sie Wissen hatten. Also sie hatten das Wissen, sie haben aber nicht danach gehandelt. Und dann sagt er weiter, sie kennen die Wahrheit, lassen ihr aber keine Taten folgen oder keine Aussage und keine Tat. Das heißt, sie kennen die Wahrheit, aber sie handeln nicht nach dieser Wahrheit. Und dann sagt er weiter, und der Kuffer, der Unglaube der Christen, gründet auf ihr Handeln ohne Wissen.
Sie bemühen sich in Teilen der Gottesdienste ohne eine Scharia von Allah. Das heißt, die Christen, die tun, aber haben kein Wissen. Und dann sagt er weiter, und sie sagen über Allah, was sie nicht wissen. Und deswegen sagten die Salaf, deswegen sagten die rechtschaffenen Vorfahren wie Sufyan ibn Uyayna und andere, wenn einer unserer Gelehrten verdirbt, dann ähnelt er den Juden. Und wenn einer von unseren Ubbad verdirbt, oder die Ubbad sind diejenigen, die viele Gottesdienste machen, so sagte er, wenn einer von denen verdirbt, so ähnelt er den Christen. Und dann erwähnte Ibn Taymiyyah die Überlieferungen zu diesem Thema und er sagte, er, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, teilte uns mit, dass es in seiner Umma eine Gleichheit zu den Juden und Christen geben wird. Und dies sind die Ahlul Kitab. Und eine Gleichheit zu den Persern und den Römern. Und diese sind die Nicht-Araber. Und er, sallallahu alaihi wasallam, verbot, dass man sowohl denen als auch jenen nachahmt. Also sowohl den Juden und den Christen als auch den Persern und den Römern. Aber dann erwähnt er etwas, was eine gute Nachricht für uns ist. Und er sagt, und dies ist keine Information über die gesamte Umma. Das heißt, diese Überlieferung, die davon sprechen, dass von der Umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam es Leute geben wird, die den Christen und den Juden nachahmen werden, das ist nicht auf alle dieser Umma bezogen, sondern es wird Leute geben, die davon ausgenommen sind und die Allah bewahren wird, diesen zu folgen und diesen blind nachzuahmen. Und dies ist keine Information über die gesamte Umma, sondern wurde mehrfach Tawater, yani es wurde vielfach überliefert, dass er sagte, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. Es wird von meiner Umma immer eine Gruppe geben, die auf der Wahrheit sein werden, bis die Stunde eintrifft. Und das ist eine frohe Botschaft, dass es immer eine Gruppe geben wird, die auf der Wahrheit ist. Möge Allah uns zu dieser Gruppe machen. Und Imam Ahmad hat im Übrigen gesagt, wenn es nicht die Leute des Hadith sind, also die Ahlul Hadith, dann weiß ich nicht, wer sie sind. Die Leute oder die Ahlul Hadith sind jene Imame, wie zum Beispiel Imam Ahmad selber, Abdurrahman ibn Mahdi oder Imam al-Bukhari, Imam al-Shafi'i, Imam Sufyan ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, Hammad ibn Zayd, Abu Zur'a al-Razi, Abu Hatim al-Razi und wie sie alle heißen, die großen Imame der Ahlus Sunnah wal-Jama'a. Und diese Leute sind die Ahlul Hadith. Die Imam Ahmad, er sagt, wenn diese Gruppe nicht die Ahlul Hadith sind, dann weiß ich nicht, wer sie sind. Und Imam Ahmad ist einer der Wissendsten über die Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das erwähnt Ibn Taymiyyah in Iqtida al-Sirat al-Mustaqim. Der Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah, erwähnte die Überlieferung, welche wir zuvor erwähnten, und er kommentierte daraufhin. Er sagte Folgendes, und zwar sagte er, so berichtete er uns, dass es in dieser Umma jene geben muss, die den Juden, Christen, Perser und Römer nachahmen werden. So der Prophet, alaihi salatu wasalam, hat uns darüber informiert, dass von dieser Umma es Leute geben wird, die diesen nachahmen werden. Dann sagt er weiter, und das Auftreten dieser Nachahmung der Gruppen kennt nur jener, der die Wahrheit kennt und das Gegenteil, also das Gegenteil von der Wahrheit, und der die Pflicht und die Realität kennt und das eine mit dem anderen abgleicht. Und er das abgleicht, worauf sich die Menschen heute befinden und worauf sich die rechtschaffenden Vorfahren befanden. Und das ist eine sehr wichtige Sache, die Ibn al-Qayyim hier erwähnt, und zwar, dass man das, was die Leute heutzutage beibringen oder lehren, mit dem abgleichen muss, was die rechtschaffenen Vorfahren gesagt haben. Das heißt, wenn die rechtschaffenen Vorfahren Allahs Namen und Eigenschaften bestätigt haben, so wie sie im Koran erwähnt werden, ohne diese Sachen umzuinterpretieren und zu verfälschen, wie es die Mubtadi'a machen, dann glauben wir genauso, ohne Wenn und Aber. Und das, was Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah uns hier gibt, ist eine wichtige Regel, die man auf so vieles übertragen kann. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir uns mit den Aussagen der früheren Imame befassen. Insbesondere der ganz großen Imame dieser Sunna, wie Imam Abdurrahman ibn Mahdi, Sufyan al-Thawri, Malik ibn Anas, Sufyan ibn Uyayna, Hammad ibn Zayd, Ahmad ibn Hanbal, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i und andere Imame dieser Sunna. Es ist extrem wichtig, dass wir schauen, was diese Imame gesagt haben, weil diese
unsere Imame sind. Und selbst wenn 600, 700 Jahre später Gelehrte gekommen sind, die diesen Imam widersprochen haben, so ist es in keinster Weise für uns ein Grund, diesen späteren Imamen zu folgen, wenn die Imame der Sunna etwas anderes gesagt haben in dieser Sache. Ibn Rajab sagt zu dieser Sache, dass Nachahmen der Götzendiener und auf denen der Zorn liegt und die Irregegangenen von den Leuten der Schrift ist verboten, dass man diesen nachahmt. Und es muss in dieser Umma eintreffen, sodass wir diesen nachahmen werden. Das muss eintreffen, weil der Prophet das prophezeit hat, sallallahu alaihi wasallam. Und Ibn Uthaymin, rahimahullah, erwähnt eine Sache, die sehr interessant ist. Er sagt, und es war in den vorherigen Gemeinschaften vorhanden, dass zu den Gläubigen gesagt wurde, Inna ha'ula ladallun. Diese sind irregegangen. Also Leute aus den vorherigen Umma haben zu den Gläubigen aus den vorherigen Gemeinschaften gesagt, diese sind irregegangen. Und dann sagt er, وَوُجِدَ فِي هَذِهِ الْأُمَّ مَنْ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ. Und das finden wir auch in dieser Umma vor, dass zu den Gläubigen gesagt wird, diese sind zurückgeblieben. Yani, es wird zu den Gläubigen gesagt, zu denjenigen, die sich an den Islam halten und den Islam praktizieren, ihr seid zurückgeblieben. Subhanallah, das ist eins zu eins das, was es schon in den Umam davor gab, was es schon in den Gemeinschaften früher gab. Und das ist etwas, was wir heute auch sehen, wo zu den Gläubigen gesagt wird, dass sie zurückgeblieben sind. Und dann sagt er weiter, فَالْمَعَاصِ لَهَا أَصْلٌ فِي الْأُمَمِ عَلَى حَسَبِ مَا سَبَقْ. Und die Sünden, sie haben eine Grundlage in den vorherigen Gemeinschaften. Das heißt, die Sachen, die wir heute sehen, waren schon in den Gemeinschaften vorher da. So vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und noch viel weiter davor. Und dann sagt er, dass man kaum eine Sünde findet. لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة. Du findest kaum eine Sünde in dieser Umma. إلا وجدت لها أصلا في الأمم السابقة. Außer, dass du die Grundlage dieser Sünde in den vorherigen Umam vorfindest oder in den vorherigen Gemeinschaften. So gut wie fast alle Sünden, die wir heute sehen, hatten eine Grundlage in den vorherigen Umam. Und er sagt, وَلَا تَجِدُ مَعْصِيَةً فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ إِلَّا وَجَدْتَ لَهَا وَارِثًا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ. Und du siehst keine Sünde in den vorherigen Umam, in den vorherigen Gemeinschaften, außer dass du Erben in dieser Umma vorfindest, die diese Sünde geerbt haben. Subhanallah, möge Allah uns vor den Fittern bewahren, möge Allah uns auf den geraden Weg sterben lassen und als aufrichtige Muslime sterben lassen, die dem Weg der Sahaba, der rechtschaffenen Vorfahren, folgen. Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, er informiert uns in der Überlieferung im Musnad von Imam Ahmad. Diese Überlieferung finden wir auch bei Ibn Hibban. Und der Isnad wurde für authentisch erklärt, unter anderem von dem Sheikh Shu'aib al-Arnaud, rahimahullah. Al-Haythami, er sagte, dass die Männer in der Überlieferungskette authentisch sind, außer Sa'id ibn Sam'an, und er ist Thiqa, also vertrauenswürdig. Der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, er sagt, يُوشِكُ أَن لَا تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمِ. Ich befürchte, dass die Stunde nicht eintreffen wird, oder die Stunde wird nicht eintreffen, bis das Wissen verschwindet, oder dass das Wissen weggenommen wird. وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ. Und die Fittern, die Versuchungen und die Prüfungen werden erscheinen. وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ. Und das Lügen wird sich mehren. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ. Und die Zeit wird zusammenrücken. وَتَتَقَارَبَ الْأَسْوَاقُ. Und die Märkte werden zusammenrücken. Diese Überlieferung, wie wir bereits gesagt haben, finden wir zum Beispiel im Musnad von Imam Ahmad und im Sahih-Werk von Ibn Hibban und anderen Werken. Diese Überlieferung, sie ist sehr bedeutungsvoll in unserer heutigen Zeit. Und wir finden einige Shuyukh, die diese Überlieferung kommentierten. Einer ist der Sheikh Muhammad ibn Abdurrahman ibn Qasim. Er sagte, rahimahullah. Und das Offensichtliche, und Allah weiß es am besten, ist, dass dies ein Hinweis ist, was in unserer Zeit vorhanden ist an Transportmittel der Erde, also wie zum Beispiel Autos, Motorräder und so weiter, und der Luft, also Transportmittel der Luft, wie zum Beispiel Flugzeuge und die elektrischen Geräte, welches das Weite nahegebracht hat. Und das ist interessant. Wir haben auch die Aussage vom Sheikh Hamoud al-Tuwajri, rahimahullah. Er sagt sinngemäß, dass das Offensichtliche, und Allah weiß es am besten, Folgendes ist, und zwar, dass dies ein Hinweis ist für das, was in unserer Zeit passiert.
was das Näherbringen der Leute der Erde angeht, durch die Transportmittel der Luft und der Erde und die elektronischen Geräte, welche die Stimmen überträgt, wie Telefone, und was das Niedergeschriebene überträgt, wie das Fax, wobei heute vielleicht eher E-Mail zutreffender ist, und andere Sachen von den neuen Geräten, wodurch die Märkte der Erde näher gebracht wurden. Und das ist interessant, subhanallah, denn diese Sachen haben dazu geführt, dass uns die Märkte näher gebracht wurden. Und er sagt weiter, und so gibt es keine Veränderungen in den Preisen, ohne dass alle Händler davon erfahren, oder die meisten. An jedem Ort der Welt, so weiß zum Beispiel der Händler in Australien, was ein gewisses Produkt kostet, welches in Deutschland verkauft wird. Und der deutsche Händler, er weiß, was er oder was das Produkt, welches er beispielsweise selber verkauft hier in Deutschland, was das in Japan kostet und so weiter. Die Händler sind also bestens informiert über die Preise in den verschiedenen Ländern und sogar Kontinenten. Und er sagt dann weiter, und so erhöhen sie die Preise, wenn sie steigen, und sie senken die Preise, wenn die Preise sinken. Und so geht der Händler mit den Autos zu den Städten, welche weit von ihm entfernt sind, wie die Strecke eines Monats oder noch mehr, und so kehrt er zurück in einem Tag oder dem Teil eines Tages. Das bedeutet, der Händler früher, um zu diesen Märkten zu gelangen, die weiter entfernt sind von seiner Stadt, hätte Monate gebraucht für so eine Reise, die zum Beispiel tausende Kilometer weit ist oder hunderte Kilometer. Und diese Reise schafft er nun in unserer Zeit in einem Tag oder sogar noch weniger als einem Tag. Und er kann zu diesem Markt, welcher sich in einem anderen Land befindet oder sogar in einem anderen Kontinent, und kann dorthin noch am selben Tag und sich die Preise anschauen und sogar diese Sachen kaufen und sie mitnehmen zurück zu seinem Land. Und er sagt dann weiter, und er geht mit den Flugzeugen zu den Märkten der Städte, welche weit von ihm entfernt sind. Ein Monat oder mehr, und so erledigt er seine Sachen und kehrt am selben Tag zurück oder noch bevor ein ganzer Tag vergeht. Ja, wie ein Händler, der beispielsweise nach China fliegt, um dort gewisse Güter zu kaufen, die er dann in Deutschland verkauft oder ähnliches. Und so funktioniert das Business heute. Und das, worauf er hier anspielt, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, وَتَتَقَارَبَ الْأَسْوَاقُ, und die Märkte, sie rücken zusammen. Dadurch, dass der Händler nun, beispielsweise in Deutschland, es schafft, noch am selben Tag in China zu sein und dort zum Markt zu gehen, das ist die Bedeutung, ja, dass dieser Markt nahe gekommen ist, oder dass die Märkte zusammengerückt sind dadurch, dass er diese Transportmittel hat, auf der einen Seite, die ein Grund dafür sind, dass man diese weit entfernten Märkte schnell erreicht. Und er sagt weiter, und so kommen die Märkte näher aneinander von dreierlei Gesichtspunkten. Erstens die Schnelligkeit der Verbreitung des Wissens, wodurch einem mitgeteilt wird, dass der Preis steigt und sinkt. Wenn du dir beispielsweise den Goldpreis anschaust, so ist er auf der ganzen Welt gleich. Vielleicht unterscheidet er sich wegen den Steuern hier oder dort, aber grundsätzlich ist Gold, welches 24 Karat hat, überall gleich viel wert. Und auch gewisse Produkte. Egal wo du hinschaust, so wirst du dasselbe dafür zahlen müssen. Die zweite Sache ist der schnelle Weg von einem Markt zum nächsten. Selbst wenn es von ihm weit entfernt ist, schafft es der Händler, er kann in kurzer Zeit zu einem weit entfernten Markt. Und die Tatsache, dass er dazu nun in der Lage ist, hat die Märkte aneinander gerückt, beziehungsweise die Märkte zusammengebracht. Die dritte Sache, die er erwähnt, ist, dass die Leute gegenseitig sich im Preis einander annähern. Und Allah weiß es am besten. Diese Überlieferung gibt uns allerdings noch mehr. Und zwar, wenn wir nur den Fokus auf die Sache legen, dass die Märkte zusammenrücken, so gibt uns das noch viel mehr. Insbesondere in unserer heutigen Zeit. Und zwar, wenn mit dem Hadith das Zusammenkommen der Märkte, der Leute gemeint ist, so ist dies in unserer Zeit vorhanden. Egal, ob du auf Dörfer schaust oder auf Städte, so findest du beispielsweise ein Mehrfamilienhaus vor und in diesem Mehrfamilienhaus leben Familien und dann ganz unten hast du ein Ladenlokal und rechts daneben ist noch ein Ladenlokal und links daneben ist noch ein Ladenlokal. Und der Mensch, er hat alle Läden in seiner Nähe, das heißt, er muss nicht mehr zum Markt gehen oder zum Zentrum, um dort seine Sachen zu holen, sondern er hat alles um sich herum. Er kommt also an seine Sachen ran, ohne zum Zentrum zu gehen, sondern er findet alles um sich herum. Es ist alles zum Greifen nah. Und eine Sache, die hier auch runterfällt, und das ist etwas, was es erst seit circa 30 Jahren gibt, sind Online-Shops. Der Mensch, er kauft alle Sachen, die er benötigt, während er zu Hause sitzt, in seinem warmen Zuhause, und dann werden ihm die Sachen geliefert, die er sich ausgesucht hat und bestellt hat, und sie werden zu seiner Haustür gebracht in kürzester Zeit. Und subhanallah, wenn wir uns anschauen, was der Prophet gesagt hat, so sagte er, وَتَتَقَارَبَ الْأَسْوَاقُ, und die Märkte rücken zusammen. Wie bedacht
hat der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm diese Worte gewählt, die Märkte rücken zusammen. Er hätte so vieles sagen können, aber er hat gesagt, die Märkte rücken zusammen. Und subhanallah, es ist tatsächlich der Fall, insbesondere mit der Zeit der Online-Shops. Und selbst davor sind die Märkte dadurch zusammengerückt, dass man diese Transportmittel hat, die einen in kürzester Zeit von A nach B gebracht haben. Und zudem beschränkt sich der Markt nicht mehr nur auf das Zentrum, sondern verteilt sich überall in der Stadt. Die Verbreitung der Zinsen, Riba, ist eines der großen Sünden und ist eines der Zeichen der Stunde. Und es ist eines der Sünden, in denen Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen den Krieg erklärt, wenn man diese Sünde begeht. Die erste Sünde ist Riba. Und die zweite Sünde ist, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass Allah azza wa jal sagt, Man aada li waliyan, faqad adhantuhu bil harb. Wer auch immer einen Nahegestellten, einen Wali, zum Feind nimmt, den erkläre ich, das heißt Allah subhanahu wa ta'ala, den Krieg. Und dieser Hadith ist überliefert bei Sahih al-Bukhari. Drittens, Ash-Shirk, die Beigesellung Allahs. In der Surah Al-Baqarah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Vers 278 bis 279. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der ungefähren Bedeutung, O die ihr glaubt, fürchtet Allah und lasst das sein, was an Zinsgeschäften noch übrig ist, wenn ihr gläubig seid. Wenn ihr es aber nicht tut, dann lasst euch Krieg von Allah und seinem Gesandten ansagen. Und Ibn Abbas radiyallahu anhu sagt im Tafsir zu der Ayah, dass derjenige, der mit Zinsen handelt, aufersteht, als ob er besessen vom Teufel ist. Und ihm werden Waffen gegeben und dann wird zu dieser Person gesagt, Ista'id lil harb, bereite dich auf einen Krieg vor. Ihm werden Waffen gegeben und dann wird zu dieser Person gesagt, gehe und kämpfe gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht gegen irgendjemanden, du kämpfst gegen den Herrn der Welten. Heutzutage unterschätzen wir diese Sünde. Wir denken, ach, das ist doch nichts Schlimmes. Aber das erwartet dich, wenn man Zinsen nimmt. Heutzutage lebt fast jeder in Deutschland und in anderen Ländern von einem Kredit in gewisser Weise. Man hat einen Kredit aufgenommen für die Hypothek oder sonstige Kredite, für ein Auto, für was auch immer. Möge Allah uns bewahren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam veranschaulicht in folgendem Hadith unsere Zeit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, La yatiyanna ala nasi zaman. لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكل أصابه من الغبار. Der Hadith ist bei Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai und bei Ibn Majah überliefert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in dem Hadith, es wird eine Zeit kommen, in der jeder mit Zinsen handeln wird. Und wer auch immer nicht mit diesen Zinsen handelt, der wird vom Staub der Riba befallen. Und Riba ist so weit verbreitet, dass fast jeder damit handelt. Und die Ausnahmen, die es nicht tun, werden vom Staub der Zinsen befallen. Und wo lassen wir heutzutage unser Geld? Auf einem Konto. Bei einer Institution, die hundertprozentig auf Zinsen basiert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es wundervoll ausgedrückt. Man hatte früher keine richtigen Straßen, wie man sie heute hat. Wenn also jemand durch die Straßen ritt, mit einem Kamel oder einem Esel, dann konntest du dein Bestes tun, um sauber zu bleiben. Du hast dein Bestes getan, um sauber zu bleiben, aber wenn sie an dir vorbeiritten, trafen sie dich trotzdessen mit dem Staub. Und das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns bildlich mitteilt. Es gibt keinen Segen in den Zinsen. Eine Welt, die mit Zinsen handelt, wird niemals irgendeinen Segen sehen. Wir tragen alle Schäden davon, selbst wenn wir es nicht nutzen. Es ist, als ob die gesamte Welt in einem Meer voller Zinsen ist. Und der Islam ist eine umfassende Religion, die uns lehrt, wie wir mit unserem Geld umgehen sollen. Und der Islam bringt das beste Finanzsystem. Der Beweis ist die Geschichte zur Zeit von Umar, zur Zeit von Umar ibn Abdul Aziz und so weiter. Die islamische Welt hatte Geld im Überfluss und heutzutage sind die ganzen Länder verschuldet. Und das ist unter anderem eines der wichtigsten Faktoren, weshalb die Welt verschuldet ist, weil sie mit Zinsen handelt. Und eines der Sachen, worüber wir am Tage der Auferstehung befragt werden, sind unsere Finanzen. Woher haben wir das Geld und wie haben wir es ausgegeben? Keiner von uns wird drum rumkommen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Zinsen was ganz Normales sind. Wenn du also einen Kredit aufnimmst, kannst du dies problemlos tun. Und solltest du es tun, dann wisse, dass Allah dir den Krieg erklärt hat.
Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, er überliefert vom Propheten sallallahu alayhi wa sallam, dass dieser sagte: "Bayna yaday sa'a yadhharu ar-riba." Das ist am Ende der Zeit wird der Zins sich verbreiten. Und dies überliefert at-Tabarani in seinem Mu'jam al-Awsat und auch ad-Daylami und andere Gelehrte. Die Überlieferung wurde von einigen für authentisch erklärt. Und Al-Haythami sagte zum Beispiel, dass die Leute des Sahih sind, also authentische Überlieferer. Und diese Überlieferung ist in unserer Zeit sehr relevant und sehr wichtig. Wir haben eine andere Überlieferung von Abu Huraira radiyallahu anhu, wo der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: "La ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman." Es wird bald auf die Leute eine Zeit kommen. "La yubali al-mar'u bima akhadha al-mal." Es wird den Menschen nicht interessieren, wie er an sein Geld gekommen ist oder wie er sein Geld bekommen hat. Amin halalin, amin haram. Hat er es von halal bekommen oder von haram? So, das wird ihm gleichgültig sein. Und die Überlieferung haben wir im Sahih-Werk von Bukhari mit der Nummer 2083. Und Imam al-Bukhari erwähnte diese Überlieferung unter dem Kapitel Bab Qawlillah Ta'ala: "Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'akulu riba adha'afan mudha'afa. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" In der Sure 3, Vers 31. Das ist sozusagen die Kapitelüberschrift von Imam al-Bukhari. Und unter diesem Kapitel hat er dann diese Überlieferung erwähnt. Welche Überlieferung? Dass es den Menschen nicht interessieren wird, wie er an sein Geld kommt. Ibn Uthaymin rahimahullah, er sagte sinngemäß, dass es zu den größten und gewaltigsten Fitnern gehört, die Fitna des Geldes, wovon die wenigsten unversehrt bleiben. Wenige sind es, die das Geld von dort bekommen, von wo es sich gehört, und sie geben es aus, von wo es sich gehört. Die wenigsten Menschen verdienen ihr Geld, so wie es sich gehört, und geben es aus, wie es sich gehört. Und so ist das Erlaubte bei vielen der Leute, das, was er bekommt, egal auf welchem Wege, und das Ausgeben davon wird für seine Gelüste ausgegeben, und selbst wenn dies im Verbotenen ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in der Überlieferung: "La ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman," dass auf die Menschen eine Zeit zukommen wird. "La yubali al-mar'u bima akhadha al-mal." Ihm wird nicht interessieren, wie er das Geld bekommen hat. Amin halalin, amin haram. Hat er es vom Erlaubten oder vom Verbotenen? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach die Wahrheit, denn viele von den Menschen interessiert es nicht beim Geld, wie sie es erworben haben oder wie sie dieses Geld verdient haben, als wären sie für das Geld und diese Dunya erschaffen worden. Und als würde es keine Abrechnung, keine Strafe geben. Und das ist etwas, was wir heute in unserer Zeit sehr, sehr, sehr wohl sehen. Und das ist nicht nur etwas, was wir bei Fussach sehen, also bei Leuten, die ohnehin nicht wirklich auf diese Religion achten, sondern das ist auch etwas, was wir bei Leuten sehen, die den Islam vielleicht studiert haben, sogar an einer Universität und so weiter. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, wie sie ihr Geld verdienen, betrügen sie die Muslime, verkaufen ihnen Sachen, die keinen Mehrwert haben, verkaufen überteuerte Kurse und Hauptsache, ich komme an mein Geld. Das einzige Ziel hierbei ist es, an das Geld zu kommen. Und der einzige, der wirklich davon profitiert, ist derjenige, der diese Sachen verkauft. Und wir haben, wie wahrscheinlich viele mitbekommen haben, in den letzten Jahren diese ganzen falschen Gurus gesehen oder diese ganzen falschen Mentoren, die einen zeigen wollen, wie man reich wird. Das, was die Kuffar gemacht haben, ist es, dass sie Kurse überteuert verkauft haben, die absolut keinen Mehrwert haben. Das sind teilweise Sachen, die man auf der Straße so mal nebenbei mithört. Und diese Sachen haben sie dann überteuert verkauft. Dann kamen Muslime, wie es so immer der Fall ist, und haben genau dieses Businessmodell in Anführungsstrichen kopiert und machen genau dasselbe nur auf Islamisch. Und überraschenderweise sind es Muslime, die sogar den Islam an Universitäten und Ähnlichem studiert haben. Und wir sehen, wenn es um das Geldverdienen geht, dass manche Leute keine Scham mehr haben und das einzige Ziel ist es, auf irgendeine Weise reich zu werden. Ob man dabei die Muslime schamlos das Geld aus den Taschen zieht für absolut keinen Mehrwert oder für Sachen, die man selbst so kostenlos findet. Und dann verkaufen sie den Muslimen diese überteuerten Sachen und es gibt leider viele, die gut von ihren Brüdern denken und holen sich das oder bezahlen dafür und lassen sich so über den Tisch ziehen. Möge Allah uns bewahren. Aber wie gesagt und wie Ibn Uthaymin rahimahullah sagt, dass dieses Geld zu den größten Fittern gehört und die wenigsten bleiben unversehrt. Selbst Leute, die möglicherweise praktizieren oder die Wissen haben, sind davon nicht unversehrt geblieben. Das sehen wir und teilweise werben sie sogar ganz öffentlich dafür und
scheint nicht vielen zu interessieren. Solange man sein Geld verdient und den Leuten irgendwie das Geld aus der Tasche zieht, ist alles in Ordnung und sich keiner darüber beschwert. Und dann sagt Ibn Uthaymin rahimahullah weiter, sie verdienen das Geld durch Betrug, durch das Lügen, durch die Bestechung, durch den deutlichen Zins oder durch Täuschung oder durch List. Und das sehen wir zum Beispiel auch bei Händlern oft, wenn sie gewisse Mängel verschweigen, um es zu verkaufen, oder wenn sie etwas umschreiben, wenn sie lügen oder Bestechungen. All das ist heute vorhanden. Ich bin sicher, dass jeder von uns Beispiele dafür hat und dies in einer Überzahl heutzutage vorhanden ist. Und dann sagt Ibn Uthaymin weiter, rahimahullah, und sie verdienen ihr Geld durch falsche, unberechtigte Beanspruchungen von Sachen, die nicht ihnen gehören, oder durch Leugnen von Sachen, die sie geben müssen. Und es ist nichts Gutes in dem Besitz, dessen Ende die Strafe sein wird. Wie recht hat er, rahimahullah, indem die Leute zum Beispiel beanspruchen, dass eine gewisse Sache ihnen gehört oder dass die Person so und so ihnen etwas schuldet, aber das gar nicht stimmt. Und auf der anderen Seite schuldet eine Person zum Beispiel jemand anderen Geld und er leugnet, dass er ihm Geld schuldet. Und das ist natürlich eines der Sachen, vor der weder die Allgemeinheit der Muslime unversehrt geblieben ist, noch die Leute, die sich mit dem Islam beschäftigen. Und deswegen sind diese Überlieferungen so präzise vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er einfach diese Zeit, in der wir leben, beschreibt. Und hier fällt mir eine Überlieferung ein, insbesondere zu den Leuten, die die Muslime über den Tisch ziehen, indem sie ihnen Sachen und Produkte verkaufen, die weitaus über dem Normalpreis liegen, der Begründung, dass dies etwas Besonderes sei, wobei man das Gleiche wahrscheinlich auf YouTube kostenlos findet. Da kommt mir eine Sache in den Sinn, und zwar die Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Wenn du dich nicht schämst, dann mach, was du willst. Wir sprechen heute über ein weiteres Zeichen der Stunde. Und dieses Zeichen der Stunde ist genauso wie die zuvor erwähnten eines der Sachen, die so deutlich sind wie die Sonne. Der Sahabi Anas ibn Malik radiyallahu anhu, er sagt, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hörte, wie er gesagt hat, min ashrat is-sa'a, zu den Zeichen der Stunde gehört, und er erwähnte einige Sachen. Und dann erwähnte er, wa yushrab al-khamru, und es wird der Khamr getrunken. Und der Khamr ist Berauschendes. Und diese Überlieferung finden wir im Sahih-Werk von Bukhari und Muslim. Wir haben eine andere Überlieferung von Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, und Ash'ari ist hier der Stamm. Es hat also nichts mit den Erneuerern der Ash'ari zu tun, nicht dass man das missversteht. Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, er sagte, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, la yashrabanna nasum min ummati al-khamra, und dann, also dass von meiner Umma werden Leute den Khamr, also Berauschendes, trinken. يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا, sie geben ihnen einen anderen Namen, also sie geben dem Berauschenden einen anderen Namen. يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ, und Musikinstrumente werden für sie gespielt werden und Mädchen werden für sie singen. Und dann sagt er weiter, يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ وَيَجْعَلُ مِنْهُمَ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرِ, Allah wird sie von der Erde verschlingen lassen und sie in Affen und Schweine verwandeln. Und diese Überlieferung, die finden wir im Sunan-Werk von Abi Dawud gekürzt, im Musnad von Imam Ahmad ebenfalls gekürzt. Und dieser Hadith, den ich zitiert habe mit den Musikinstrumenten, dass Allah sie verschlingen wird und sie in Affen und Schweine verwandeln wird, diese finden wir im Sunan-Werk von Ibn Majah. Und Ibn Hibban erwähnt dies in seinem Sahih-Werk. Einige Gelehrte haben diese Überlieferung für authentisch erklärt, wie zum Beispiel Shu'aib al-Arnaud, rahimahullah, und Ibn al-Qayyim, und auch Ibn Taymiyyah sagte, dass der Isnad bis zu Muawiyah Ibn Salih authentisch ist, also sahih, und der restliche Isnad ist Hassan, also auch authentisch. Das heißt, in dieser Überlieferung liegt eine strenge Drohung für jeden, der eine verbotene Sache für erlaubt erklärt, indem er den Namen ändert. Das heißt, es gibt eine Sache, die ist haram, wie zum Beispiel Zinsen. Zinsen sind in der islamischen Fachterminologie unter Riba bekannt. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er über Riba sprach, dann sprach er über Zins. Heute in den arabischen Ländern nennen sie es nicht mehr Riba. Warum? Sie haben diesen Namen einfach geändert in Fawaid. Und Fawaid bedeutet wortwörtlich Nutzen. Allah al-Musta'an, diese große Sünde benennen sie um in Nutzen. Und das ist ein Beispiel, wie man eine verbotene Sache dadurch erlaubt, indem man den Namen dieser verbotenen Sache ändert. Wenn du als Bank
erfolgreich werden möchtest, und das kannst du nur mit Zinsen, wenn es jetzt keine islamische Bank ist, die islamkonform ist, dann musst du ja irgendwie schauen, wie du in einem islamischen Land, wo die meisten wissen, dass Zins verboten ist, wenn nicht sogar alle, musst du schauen, wie du den Zins verkaufst. Also änderst du einfach den Namen und sagst, das ist gar kein Riba. Das sind Fawaid. Und das ist heute der Fall. Aber natürlich wissen die meisten auch, dass die Fawaid nichts anderes sind als Zinsen. Aber sie haben diesen Versuch gestartet, dies für erlaubt zu erklären, indem sie den Namen ändern. Das ist also etwas, was wir haben. Und es gibt mehrere Beispiele davon, wie unter anderem in Bezug auf Khamr, in Bezug auf Berauschendes. Und hier gibt es eine wichtige Sache, und zwar, dass das Urteil mit der Illa mitgeht im Verbot von Berauschendem. Das bedeutet, warum wurde Berauschendes verboten? Wegen der Tatsache, dass es berauscht. Das bedeutet, die Illa davon ist, dass es berauscht. Das heißt, der Grund, warum es verboten ist, ist, dass es berauscht. Das heißt, wann immer du diesen Grund vorfindest, egal wo, so ist diese Sache verboten. Warum? Weil die Illa vorhanden ist. Und das ist eine wichtige Sache, die man verstehen muss. Demzufolge ist alles, was berauscht, verboten. Egal wie du es nennst. Nenn es von mir aus Süßgetränk oder Saft oder was auch immer. Wenn diese Sache oder dieses Süßgetränk berauscht, dann ist es verboten. Wir haben von Ubadah ibn Samit, radiallahu anhu, dass er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, لَتَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي. Von meiner Umma wird eine Gruppe den Khamr, also Berauschendes, für erlaubt erklären durch einen Namen, den sie ihm geben, dem Berauschenden. Also sie geben ihm einen Namen und damit wollen sie das dann für erlaubt erklären. Das ist sehr deutlich. Ja, und die Überlieferung haben wir auch bei Ibn Majah und bei Ahmad. Shu'aib al-Arnaut hat diese Überlieferung für authentisch erklärt. Und auch Al-Albani und auch andere Gelehrte. As-San'ani, er sagte über diese Überlieferung, dass eine Gruppe meiner Umma kommen wird und sie Berauschendes für erlaubt erklären werden, indem sie ihm einen anderen Namen geben. Sie werden diese Sache يَجْعَلُونَ حَلَالًا فِي زَعْمِهِمْ. Sie werden diese Sache für erlaubt erklären nach ihrer Behauptung. Durch einen Namen, den sie dieser Sache geben, بِسَبَبْ تَسْمِيَتِهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. Und sie erklären es dadurch für erlaubt, indem sie den Namen ändern. Und dann sagt er am Ende, dass diese Sache eingetroffen ist. Er ist gestorben 1769. Er ist ungefähr vor 250 Jahren gestorben, rahimahullah. Und da hat er gesagt, dass diese Sache schon eingetroffen ist. Und das, was aus der Überlieferung hervorgeht, Allah weiß es am besten, dass es nicht nur über das bloße Eintreffen dieser Sache spricht, sondern auch über die extreme Verbreitung in einem außergewöhnlichen Ausmaß. Und heute haben wir milliardenschwere Konzerne, welche Alkohol und Berauschendes im Allgemeinen produzieren und herstellen. Das heißt, das ist ein extrem großer Markt und extrem wohlhabende Konzerne haben ihre Finger in dieser Sache im Spiel. Es ist also etwas, was extreme Verbreitung in unserer Zeit hat, sodass du so gut wie in jedem Land auf der Welt diese Sache kaufen kannst. Und es ist so gut wie überall zugänglich und so gut wie in jedem Supermarkt zu finden. Du findest nicht nur Berauschendes dort, sondern die Auswahl ist extrem vielfältig. Du hast alles Mögliche dort und kannst dir Dutzende verschiedene Sorten aussuchen. Und das ist etwas, was es so noch nicht gab in diesem Ausmaß. Und selbst in islamischen Ländern findest du Orte, wo du diesen Alkohol kaufen kannst. In manchen sogar ganz öffentlich, insbesondere in den Hauptstädten, in den etwas in Anführungsstrichen moderneren Städten. Aber in vielen Dörfern wirst du das oft nicht vorfinden. Alhamdulillah, Allah hat diese Dörfer oder diese kleineren Städte bewahrt vor diesem Fassad. Aber teilweise in größeren Städten oder in den Hauptstädten findest du dies selbst in den sogenannten islamischen Ländern. Und As-Safaraini, er sagt über die Zeichen der Stunde und über die Unterteilung davon. Und diese Sache hat mir beim letzten Mal erwähnt, dass er sagt, zweitens, er spricht da über einige Kategorien der Zeichen der Stunde, dann sagt er zweitens, die Zeichen, die mittleren Zeichen. Und er sagt, das sind die Zeichen, die aufgetaucht sind und dann nicht mehr verschwinden, sondern mehr werden. Es wird mehr. Und diese sind viele und dann erwähnt dann eine Überlieferung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, die wir im Sahih-Werk von Bukhari finden, wo der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, inna min ashrat as-sa'a, das zu den Zeichen der Stunde gehört, an yurfa'a al-ilm, dass das Wissen aufgehoben wird, wa yakthura al-jahl, und dass die Unwissenheit sich mehrt,
وَيَكْثُرَ الزِّنَا und das Zina sich verbreitet und darüber haben wir beim letzten Mal geredet, وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمَرُ und dass sich das Trinken von Berauschendem vermehrt. Und Humuda Tweji, möge Allah barmherzig mit allen unseren Gelehrten sein, er sagte, وَكَذَلِكَ الْخَمْرُ قَدْ فَشَ شُرْبُهَا وَبَيْعُهَا وَبِتِيَاعُهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبِلَاتِ الَّتِي يَنْتَسِبُ أَهْلُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ. Er sagt, und genauso das Berauschende, so hat sich das Trinken davon verbreitet, also das Trinken von Berauschendem, und der Verkauf und der Kauf in vielen Ländern, wo sich die Leute dieser Länder dem Islam zuschreiben und Allah bitten wir um Hilfe. Und Ibn Uthaymin, rahimahullah, er sagte, لَقَدْ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Der Prophet oder der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat die Wahrheit gesprochen. فَإِنَّ أُنَاسًا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. Denn die Leute, sie trinken Berauschendes und sie geben diese Sache einen anderen Namen. Und dann sagt er, يُقَالْ إِنَّهَا تُسَمَّى بِالشَّرَابِ الرُّوحِي. Und es wird gesagt, dass sie das sogar das seelische oder das spirituelle Getränk nennen. Und wie gewaltig ist diese Aussage und wie falsch und wie gelogen. Und dann sagt er, wie kann dieses Getränk, welches den Verstand benebelt oder welches den Verstand berauscht, welches das Herz sterben lässt und welches eine Entfernung vom Herrn ist, also von Allah, wie kann man dieses Getränk so nennen? كَيْفَ يَكُونُ شَرَابًا رُوحِيًّا. Wie kann dieses Getränk ein seelisches oder spirituelles Getränk sein? Und dann sagt er, مَا هُوَ إِلَّا شَرَابٌ خَبِيثٌ يُفْسِدُ الْعَقْلِ وَيُفْسِدُ الدِّينِ وَيُفْسِدُ الْفِكْرَ أَيْضًا. Er sagt, aber vielmehr ist es ein Getränk, welches übel ist und es verdirbt den Verstand und es verdirbt die Religion. Und es verdirbt die Gedanken ebenfalls. Und dann sagt er einige Zeilen weiter. وَلِهَذَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ. Und deswegen sagten die Leute des Wissens, مَنْ أَنْكَرَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ. Wer es leugnet, dass das Berauschende verboten ist. وَهُوَ مِمَّنْ عَاشَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. Und gehört zu denjenigen, die zwischen den Muslimen leben. لَا يَخْفَ عَلَيْهِ تَحْرِيمُهُ. Und es ist ihm nicht verborgen geblieben, dass diese Sache haram ist. فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مُرْتَدًّا كَافِرًا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. So wird diese Person als Murtad betrachtet, also als Abtrünniger von der Religion und als Ungläubiger gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, er fällt vom Islam ab. Bis zum Ende seiner Worte. Das zu diesem Zeichen. Möge Allah uns und unsere Familien vor diesem Übel bewahren und vor allen verschiedenen Formen des Übels. Zu den Zeichen der Stunde gehört, und der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, erwähnte in der Überlieferung, welche wir bei Al-Bazar finden und auch bei At-Tabarani in seinem Mu'jam al-Awsat und auch bei Al-Ahadith al-Mukhtara von Ad-Diya. Und diese Überlieferung wurde von einigen Gelehrten für authentisch erklärt. Da sagte der Sahabi Anas ibn Malik, Allahs Wohlgefallen auf ihm, der überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إن من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وائتمان الخائن أحسبه قال وتخوين الأمين. Anas überliefert, Allahs Wohlgefallen auf ihm, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, zu den Zeichen der Stunde gehört الفحش والتفحش. Und الفحش sind die Obszönitäten, beziehungsweise die Unanständigkeit, die Schamlosigkeit, die Abscheulichkeiten, die Sachen, die unmoralisch sind. Diese Sache gehört zu den Zeichen der Stunde. Und dann heißt es in der Überlieferung weiter, und das Trennen der Verwandtschaftsbande, dass die Menschen nicht mehr die Verwandtschaftsbande pflegen, und dass dem Verräter vertraut wird und dass der Vertrauenswürdige verraten wird. Und das ist eine sehr, sehr erstaunliche Prophezeiung, wie viele andere, über die wir bereits geredet haben. Das heißt, zu den Zeichen der Stunde gehört es, dass diese Sachen sich ausbreiten und dass sie dominieren werden. Sie werden überwiegen unter den Menschen. Und Ibn al-Athir, er sagte, es wurde wiederholt, dass die Obszönitäten, beziehungsweise dass diese Abscheulichkeiten,
Schamlosigkeiten im Hadith erwähnt wurden. Und dies ist alles, was extrem abscheulich bzw. widerlich ist von den Sünden. Also alles, was abscheulich und ekelhaft ist an Sünden, so fällt es darunter. Und oft wird Al-Fahisha erwähnt und man meint damit die Sinna. Und jede abscheuliche bzw. widerliche Eigenschaft ist demzufolge eine Fahisha. Sowohl im Hinblick auf die Aussagen oder auch im Hinblick auf die Taten. Und in unserer Zeit ist dieses Zeichen deutlich zu sehen. Ich bin überzeugt davon, dass es keine Zeit gab vor unserer Zeit, in der man diese Sache so deutlich und klar sehen konnte. Wenn wir schauen in Bezug auf die Redensart der Leute, so benutzen sie vulgäre Ausdrücke, Wortlaute und sie machen schamlose Witze. Und diese Sachen sind gang und gäbe in den Sitzungen. Das heißt, es wird noch nicht einmal mehr als etwas Abscheuliches gesehen, wenn man sich zum Beispiel über Menschen lustig macht. Das ist heutzutage ein Business, die Comedian-Szene. Und diese Sache hat rein gar nichts mit dem Islam zu tun, dass man Witze macht auf Kosten anderer. Das ist etwas, was der Islam in keinster Weise befürwortet. Und wie ist es, dass der Muslim sich über andere Menschen lustig macht? Kann das der Charakter eines Muslims sein? Kann man sich den Propheten sallallahu alaihi wasallam vorstellen, wie er sich über Leute oder über Rassen lustig gemacht hat, mit dem Vorwand, es ist doch nur ein Witz? Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es vielleicht für dich ein Witz ist, aber es kommt nicht darauf an, wie du es empfindest, als derjenige, der den Witz macht, oder wie es deine lachenden Zuschauer empfinden, sondern es kommt auf die Realität an. Wie ist das Ganze zu beurteilen aus Perspektive des Islam? Und diese Obszönitäten sind vorhanden in jeglicher Art. Schamlose Witze werden gemacht, schamlose Aussagen werden getätigt. Und das ist teilweise heutzutage nichts Seltenes mehr, selbst unter Muslimen. Und das ist heutzutage etwas ganz Gewöhnliches, sodass es für den einen oder anderen noch nicht einmal irgendwelche Emotionen hervorrufen würde, wenn dies geschieht. Also das ist für ihn schon so normal geworden, wenn einer diese vulgären Ausdrücke benutzt oder diese schamlosen Witze macht, dann regt sich noch nicht einmal mehr irgendwas in ihm, weil diese Sache schon Alltag geworden ist. Und durch die sozialen Medien und durch die Filme und Serien und alles, was dazugehört, wurden diese abscheulichen Handlungen nochmal verschönert. Das heißt, jede dieser Fahisha wurde nochmal schöner gemacht. Sie präsentieren dir diese Fawahish, diese Obszönitäten, diese Unanständigkeiten, diese Abscheulichkeiten. Präsentieren sie dir auf einem Silbertablett in bester Form. Und sie werden den Menschen in bester Form verkauft und präsentiert. Sie vermarkten diese Sache und sie verschönern das Übel, sodass das Übel nicht mehr übel aussieht, sondern im Gegenteil, man neigt oder man möchte diese Sache nachahmen. Es ist so gut präsentiert worden, du hast den Drang, dieser Sache nachzuahmen, bis diese Sache dann eine ganz normale Sache wird und man es noch nicht einmal mehr als übel empfindet oder als ekelhaft empfindet, bis es schlussendlich so weit geht, sodass diese Sache ganz normal geworden ist. Man versucht, sie zu entfremden. Das, was damals noch als Tabu galt, ist heutzutage ganz normal. Weil, und es kommt kein Ekel mehr auf, wie es vielleicht vorher der Fall war. Wenn man so oft und mit solch einer Kontinuität mit dieser Sache förmlich beschossen wird, dass man irgendwann nicht einmal mehr auf diese Sache reagiert, wenn man sie sieht oder wenn man sie hört. Und so ist Al-Fuhsh wa Al-Tafahhush in unserer Zeit sogar etwas, was insbesondere auch durch die neuen sozialen Medien nach vorne gebracht wird. Und es geht sogar so weit, dass die übelsten und verdorbensten und unmoralischsten Menschen diejenigen sind, die genau mit dieser Fahisha ihr Geld verdienen. Sie verdienen möglicherweise sechsstellig, wenn nicht siebenstellig, und verdienen ihre Millionenbeträge mit Al-Fahisha, mit dieser Schamlosigkeit. Und heutzutage geht es sogar so weit, dass der Algorithmus diese Fawahish fördert. Wenn eine Frau sich beispielsweise auszieht, dann sorgt das dafür, dass ihr Algorithmus steigt und diese Fahisha sich noch mehr verbreitet. Und das führt wiederum dazu, dass immer mehr Frauen sich ausziehen, um diesen Lohn in Anführungsstrichen zu kriegen, dass sie eine größere Reichweite kriegen
und dass sie mehr Geld verdienen und dass sie bekannter werden und so weiter. Yani subhanallah, wenn wir all diese Dinge betrachten und uns diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam anhören, in Anbetracht dieser ganzen Sachen, die heutzutage vorhanden sind und die gefördert werden durch die sozialen Medien und die so gut wie überall vorhanden sind, selbst auf der Straße, wenn du die Straße entlang läufst, hast du Plakate mit den unmoralischsten Sachen drauf. Das heißt, diese Sache ist einfach überall. Ob du dein Handy anmachst, du eine App benutzt oder du die Straße entlang läufst oder du durch die Stadt läufst oder du den Fernseher anmachst. Egal wo und egal wie, es wird diese Fahisha vermarktet und sie wird verschönert und sie wird den Menschen näher gebracht und sie wird den Menschen auf bester Weise präsentiert und der Mensch wird sogar belohnt, wenn er das macht, indem er in dieser Dunya sogar Geld dafür verdient oder die Frau insbesondere, die dafür genutzt wird, damit sie sich auszieht und uns dann die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam anhören, dass es zu den Zeichen der Stunde gehört, dass Al-Fuhsh wa Tafahush sich ausbreiten wird, dann ist das eine Aussage, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam getätigt hat, die exakt auf unsere Zeit zutrifft und sie wird mit jedem Jahr zutreffender. Mit jedem Jahr, das vergeht, wird diese Prophezeiung zutreffender. Möge Allah uns bewahren und unsere Familien bewahren und uns reinhalten und uns vor diesen Fawahish schützen. Wir sprechen heute über ein Zeichen der Stunde, das immense Bedeutung bekommen hat in den letzten Jahren und es sich immer weiter verbreitet und es immer öffentlicher wird und jeder diese Sache bezeugen kann, zweifellos. Von Anas radiallahu anhu wird überliefert, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, Inna min ashratis sa'a, zu den Zeichen der Stunde gehört, und dann erwähnte er einige Sachen, unter anderem, wa yadhara zina, und Zina wird sich ausbreiten. Und die Überlieferung, die finden wir im Sahih-Werk von Muslim, in einer längeren Überlieferung und auch bei Bukhari. Zina ist illegaler Geschlechtsverkehr, also illegal in Bezug auf den islamischen Schara, in Bezug auf die islamische Gesetzgebung. In einer anderen Überlieferung, die wir in Bukhari finden, heißt es وَيَكْثُرَ الزِّنَا, und Zina wird mehr, es wird mehr werden. Und in einem anderen Wortlaut heißt es وَيَفْشُوَ الزِّنَا, und Zina wird sich verbreiten. Ali Qari sagte, rahimahullah, وَيَكْثُرَ الزِّنَا, und Zina wird sich vermehren, أي also لِأَجْلِ قِلَّةِ الْحَيَا, aufgrund der mangelnden Scham. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, den er anspricht, und zwar ist wohl jedem aufgefallen, wie sehr die Scham, insbesondere hier im Westen und auch mittlerweile in den islamischen Ländern, als etwas Verpöntes dargestellt wird, als etwas, was schlecht ist, als etwas, was schwach ist. Und wir sehen, wie sich das entwickelt hat, nachdem sie erfolgreich die Scham bei den Menschen zerstört haben und wozu das geführt hat. Und er sagt hier, dass diese Sache sich erst verbreiten konnte, also die Zina, nachdem die Scham bekämpft wurde, als Eigenschaft, und es wurde als etwas Negatives dargestellt. Scham ist etwas, was nicht zu einem richtigen Mann gehört. Und das ist natürlich eine vollkommen falsche Vorstellung vom Mannsein im Islam. Und die Vorzüge der Scham sind sehr, sehr viele. Und die zu erwähnen, würde hier den Rahmen sprengen. Allerdings gibt es auch Scham, die verpönt ist. Wie zum Beispiel die Scham für die eigene Religion. Das ist etwas, was verpönt ist. Oder die Scham, den Leuten zum Beispiel die Grenzen zu zeigen. Die Scham, deine Familie zu beschützen und so weiter. Es gibt also Scham, die verpönt ist, aber grundsätzlich ist Scham etwas Gutes. Denn die Scham hält vor Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten fern und insbesondere bei der Frau ist Scham eine Eigenschaft, die wunderschön ist. Natürlich auch für den Mann, aber insbesondere für die Frau. Und wir finden in einer anderen Überlieferung von Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, dass er den Prophet sallallahu alaihi wasallam hörte, wie er sagte, لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّةِ أَقْوَامٍ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرِ. Es wird in meiner Gemeinschaft Leute geben, sie werden Al-Hira, was wortwörtlich der Schamteil ist, und Seide für erlaubt erklären. Und gemeint ist, sie werden
Zina für erlaubt erklären. Und ganz am Ende der Zeit, nachdem die Gläubigen sterben werden, bleiben nur noch diejenigen über, die zu der übelsten Schöpfung gehören. Und sie werden in der Öffentlichkeit Geschlechtsverkehr begehen, wie ein Esel. Und der Tag der Auferstehung wird dann stattfinden. Auf diese Leute wird sozusagen die Welt untergehen. Und die Überlieferung finden wir im Sahih-Werk von Muslim in einer längeren Überlieferung. Und gemeint ist mit, sie werden wie Esel Geschlechtsverkehr begehen. Damit ist gemeint, dass die Männer und die Frauen Geschlechtsverkehr haben werden unter der Anwesenheit anderer Menschen, wie es die Esel tun. Und sie werden sich nicht einmal dafür interessieren. Ibn al-Qayyim, der Imam, er sagte, rahimahullah, Dhuhuru zina min amarati kharab al-alam, dass die Verbreitung der Zina von den Zeichen der Zerstörung dieser Welt ist. Und dann sagt er, wa huwa min ashrat as-sa'ah, und dies ist von den Zeichen der Stunde. Wa qad jarat sunnatullah subhanahu fi khalqihi annahu 'inda dhuhur az-zina yaghdabu Allah subhanahu wa ta'ala wa yashtaddu ghadabuhu fala bud an yu'athira ghadabuhu fil ardi 'uqubatan. Er sagt, dass es die Sunna Allahs in seiner Schöpfung ist. Und wann immer Zina sich verbreitet, wann immer sich die Unzucht verbreitet, Allah subhanahu wa ta'ala zornig wird. Und sein Zorn wird noch mehr. Und es ist unabdingbar, dass sein Zorn Auswirkungen haben wird auf die Erde als Strafe. Das heißt, man wird den Zorn Allahs sehen in Form der Strafe. Und As-Safaraini, er sagt, rahimahullah, über die Arten der Zeichen der Stunde. Und er spricht hier über die zweite Art, die mittleren Zeichen. Und dann sagt er, dass diese jene sind, die auftauchen, also diese Zeichen, sie kommen und sie verschwinden da nicht mehr, sondern sie werden zunehmen und mehr. Und dann erwähnt er einige Beispiele, unter anderem erwähnt er dann die Überlieferung im Sahih-Werk von Al-Bukhari und die wird auch in anderen Werken überliefert von Anas ibn Malik radiallahu anhu. Der sagte, soll ich euch nicht über einen Hadith berichten, den ich vom Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, hörte. Ich hörte den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagen, zu den Zeichen der Stunde gehört, dass das Wissen aufgehoben wird, die Unwissenheit sich vermehrt, die Unzucht zunimmt, das Trinken von Berauschendem sich vermehrt, die Männer weniger werden und die Frauen mehr werden, sodass das Verhältnis 1:50 sein wird. Und Humud al-Tuwayjiri, rahimahullah, er sagt, وَأَمَّا الزِّنَا فَقَدْ جُعِلَ لَهُ أَسْوَاقٌ مَعْرُوفًا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبِلَادِ الَّتِي يُنْتَسِبُ أَهْلُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَمَا يُفْعَلُ فِي غَيْرِ الْأَسْوَاقِ أَكْثَرُ وَأَكْثَرُ. Er sagt, was die Sinne angeht, was die Unzucht angeht, so wurde hierfür ein Markt gemacht, welches bekannt ist in vielen der Länder, in denen sich die Einwohner des Landes dem Islam zuschreiben. Also in sogenannten islamischen Ländern, die wir heute als islamische Länder betrachten oder die heute als islamische Länder für viele gelten. In diesen Ländern gibt es diese Märkte, wo Zina angeboten wird. Ja, wie Bordelle oder ähnliches. Das ist etwas, was in Europa gang und gäbe ist und selbst in islamischen Ländern vorhanden ist. Und selbst in Anführungsstrichen islamischen Ländern und selbst in Ländern vorhanden ist, wo die Mehrheit Muslime sind. Und dann sagt er weiter, und was außerhalb dieser Märkte getan wird, ist noch mehr und mehr. Und das ist tatsächlich so. Ich meine, jeder von uns sieht das. Jeder von uns sieht das und es ist kein Geheimnis. Es geht sogar so weit, dass Zina öffentlich begangen wird, dass diese Abscheulichkeit gefilmt wird, von Millionen gesehen wird und das schon teilweise unter den Muslimen nicht einmal mehr als etwas Übles gesehen wird, sondern man macht sich darüber lustig und schickt sich sogar eventuell diese schmutzigen Videos. Und wir haben jetzt auch Leute, die durch die Straßen gehen und Frauen fragen, mit wie vielen Männern sie bereits Geschlechtsverkehr hatten. Und das ist mittlerweile etwas, wovon man sich nicht einmal mehr schämt zu sagen. Und das ist etwas ganz Normales. Und dann siehst du, wie schmutzig und wie raffiniert das Ganze gelaufen ist von vornherein, indem man versucht hat, die Scham zu bekämpfen, den dann diese falsche Freiheit verkauft hat, sodass sich diese Sache immer mehr und mehr ausgebreitet hat. Und dieser Fassad ist für jeden von uns klar wahrzunehmen und zu sehen. Und es ist eines der Zeichen, die insbesondere in unserer Zeit sich rapide verbreitet hat. Ich meine, vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren gab es dies vielleicht vereinzelt, aber nicht in dieser Form. Und es ist teilweise die große Mehrheit, die absolute Mehrheit. Und das ist eines der Sachen,
die Allahs Zorn erregen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und unsere Familien vor diesen Abscheulichkeiten bewahren und uns nach dem Islam leben lassen und uns als aufrichtige Muslime sterben lassen. Von Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma wird überliefert, dass er den Propheten sallallahu alayhi wa sallam sagen hörte: Inna Allah yubghidu al-fuhsha wat-tafahhush walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumu as-sa'atu hatta yukhawana al-amin wa yu'tamana al-kha'in hatta yadhhara al-fuhsh wat-tafahhush wa qati'atu al-arham wa su'u al-jiwar. Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala al-fuhsh und at-tafahhush verabscheut. Und das sind die Unanständigkeiten, die Sachen, die unmoralisch sind. Und über diese Sache hatten wir beim letzten Video gesprochen. Und dann erwähnte er einige Sachen, und zu diesen Sachen gehört, dass er sagte, وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامِ, und dass die Verwandtschaftsbande gebrochen wird. Und diese Überlieferung, sie überliefert Imam Ahmad in seinem Musnad und auch At-Tabarani unter anderem, und sie wurde unter anderem von Al-Hakim für authentisch erklärt und für Sahih li-Ghayrihi vom Shu'aib al-Arnaud, und der Sheikh Ahmad Shakir hat den Isnad, also die Überlieferungskette, für authentisch erklärt. Und es gibt noch eine andere Überlieferung von Abdullah bin Mas'ud, Allahs Wohlgefallen auf ihm, der vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er sagte, dass vor der Stunde gewisse Sachen passieren werden, und dann erwähnte er davon waqat al-arham, und das Brechen der Verwandtschaftsbande. Und diese Überlieferung finden wir auch im Musnad von Imam Ahmad und bei At-Tahawi in seinem Sharh Mushkil al-Athar und anderen Werken, und die Überlieferungskette wurde ebenfalls von Al-Hakim und Ahmad Shakir für authentisch erklärt und auch anderen. Das heißt, zu den Zeichen der Stunde gehört, dass die Verwandtschaftsbande gebrochen wird. Das ist eines der Sachen, die zu den Zeichen der Stunde gehören. Und As-San'ani, er sagte, Inna qati'at al-arhami wa su' al-khuluq wa su' al-jiwar sababun li kharab al-diyari wa naqs al-a'mar. Er sagte, dass das Brechen der Verwandtschaftsbande, das schlechte Benehmen und die schlechte Nachbarschaft sind der Grund für die Zerstörung des Hauses und das Abnehmen der Lebensdauer. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran, فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبَصَارَهُمْ. Werdet ihr vielleicht, wenn ihr euch abkehrt, auf der Erde Unheil stiften und eure Verwandtschaftsbande zerreißen? Das sind diejenigen, die Allah verflucht, so macht er sie taub und lässt ihr Augenlicht erblinden. Ibn Kathir sagt in dem Tafsir dazu: هَذَا نَهْيٌ عَنِ الْإِفْسَادِ فِي الْأَرْضِ عُمُومًا وَعَنْ قَطْعِ الْأَرْحَامِ خُصُوصًا. Dies ist ein Verbot für das Verbreiten von Unheil auf der Erde allgemein und ein Verbot für das Brechen der Verwandtschaftsbande im Speziellen. Sondern befahl Allah die Verbesserung auf der Erde und das Pflegen der Verwandtschaftsbande. Und es ist die Güte gegenüber den Verwandten im Sprechen, in den Taten und im Ausgeben des Besitzes. Und die authentischen und guten Überlieferungen wurden vom Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich überliefert, von vielen Wegen und vielen Gesichtspunkten. Das heißt, es wird vielmehr zur Verbesserung auf der Erde aufgerufen und zum Pflegen der Verwandtschaftsbande. Und dieses Brechen der Verwandtschaftsbande ist eines der Sachen, die wir heute so oft sehen, insbesondere zu Zeiten der sozialen Medien, wo man teilweise mit den engsten Leuten der Familie keinen Kontakt mehr pflegt. Und dies ist in Wirklichkeit eine Tragödie. Dies ist in Wirklichkeit eine Tragödie und eine traurige Sache, denn die Familie sind die Menschen, die einem am nächsten stehen. Und teilweise ist man mit einer Person aufgewachsen, wie zum Beispiel mit dem Bruder oder mit der Schwester oder auch in erster Linie die Eltern. Und dann, wenn man erwachsen wird, gibt es einen Streit
und man bricht den Kontakt zu den eigenen Eltern ab, die einen großgezogen haben und sich all die Jahre um einen gekümmert haben, bricht man dann ab wegen einem Streit. Oder weil beispielsweise das Elternteil anstrengend ist. Und wie oft haben wir das in der heutigen Zeit, dass die Eltern sehr, sehr anstrengend sind und es ist extrem schwierig, mit ihnen umzugehen. Und das ist etwas, was vorhanden ist, aber man muss richtig damit umgehen. Und das, was viele machen, ist, sie suchen sich den leichten Weg und brechen einfach den Kontakt zu ihnen ab. Aber das ist in keinster Weise für dich erlaubt, denn die Eltern sind diejenigen, die im Islam das größte Anrecht auf dich haben. Und insbesondere die Mutter. Denn die haben so viel gemacht, auch wenn möglicherweise die Mutter des einen oder anderen oder auch beide Eltern oder auch nur der Vater einen sehr anstrengenden und schwierigen Charakter haben und es ständig Probleme gibt, so sollte man auf keinen Fall zu der Lösung greifen, dass man den Kontakt zu ihnen pflegt. Denn den Kontakt zu ihnen zu pflegen, heißt nicht, dass man 24 Stunden mit ihnen reden muss oder am Tag sie 10-mal besuchen muss. Sondern es gibt gewisse Regeln, gewisse Vorschriften und je nach Kultur ist das Ganze geregelt. Und demzufolge ist es insbesondere für einen, der erwachsen ist und schon seine eigene Familie hat oder nicht mehr zu Hause lebt, einfacher, dieser Pflicht nachzukommen. Viel einfacher als derjenige, der bei seinen Eltern lebt. Wenn er beispielsweise sehr schwierige Eltern hat, dann ist es für ihn wesentlich einfacher, denn er muss seine Eltern nicht jeden Tag sehen. Er muss sie mit Güte behandeln und er muss den Kontakt zu ihnen aufrechterhalten. Und nicht nur die Eltern, auch die Geschwister oder die Onkel und die Tanten und so weiter. Das, was dann viele darunter verstehen, ist, dass man jeden Tag mit ihnen reden muss, jeden Tag mit ihnen schreiben muss. Das ist nicht notwendig. Der Punkt ist, dass man den Kontakt zu ihnen nicht bricht. Dann kommt der nächste Einwand, den viele haben. Und zwar sagen sie, ich bin derjenige, der sich immer meldet. Von denen kommt nie was. Hier sage ich, dass erst dann für dich die Möglichkeit besteht, diesen großartigen Lohn zu kriegen für das Pflegen der Verwandtschaftsbande. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns garantiert, dass unser Leben länger wird. Oder dass wir mehr Segen in unserem Leben haben und dass unser Besitz sich vermehrt oder dass der Segen in unserem Besitz sich mehrt. Also die beiden Sachen, die sich jeder Mensch wünscht, nämlich, dass er nicht früh stirbt bzw. länger lebt und dass er mehr Vermögen hat, das sind zwei Sachen, die dir garantiert sind, wenn du die Verwandtschaftsbande pflegst. Der Lohn dafür ist extrem groß für das Pflegen der Verwandtschaftsbande und dadurch, dass wir teilweise beeinflusst sind von den deutschen Sitten und Gebräuchen, nehmen wir einige dieser Traditionen an. Und wir sehen beispielsweise bei den deutschen Familien, dass sie dies nicht so haben wie beispielsweise Familien aus arabischen Ländern oder aus der Türkei oder ähnliche Länder. Und dann fangen wir an, ihre Eigenschaften anzunehmen und brechen den Kontakt zu dem Bruder ab, reden nicht mehr mit dem eigenen Bruder, reden nicht mehr mit der Schwester, reden nicht mehr mit den Eltern. All das ist nicht vom Islam. Im Gegenteil, diese Sache hat im Islam so einen großen Wert. Der Islam zielt darauf ab, eine gesunde Gesellschaft zu haben. Und wenn es einen Mangel gibt, in Form einer Person aus deiner Familie, die den Kontakt zu dir nicht pflegt, dann sei nicht du auch ein Mangel, indem du nicht den Kontakt zu ihm pflegst. Und das ist das, wo der großartige Lohn steckt, nämlich wenn eine Person aus deinem engen Familienkreis den Kontakt zu dir abbricht oder sich nie bei dir meldet und du dich dann bei ihm meldest. Hier liegt dieser großartige Lohn. Deshalb sehe es nicht als, ich mache mich klein vor ihm oder warum komme ich angekrochen. All diese Aussagen, die man in diesen Fällen tätigt, sondern sieh das als eine Chance, die du hast, um einen großartigen Lohn zu kriegen. Nicht nur einen Lohn in der Akhira, sondern auch in der Dunya, in dem dein Besitz sich vermehrt und auch deine Lebensdauer. Das ist also keine kleine Tat, über die wir hier sprechen. Und das Ganze wird nochmal deutlicher in der Überlieferung im Sahihwerk von Bukhari und Muslim. La yadkhulu al-Jannah qati'. Ins Paradies wird kein qati' eintreten. Und der qati' ist derjenige, der die Verwandtschaftsbande trennt. Das heißt, er pflegt sie nicht. Also das ist das Gegenteil von demjenigen, der die Verwandtschaftsbande pflegt. Und dieser tritt nicht ins Paradies ein. Und dieser Ausdruck, dass der so und so nicht ins Paradies eintritt, ist
grundsätzlich ein Ausdruck dafür, dass es eine große Sünde ist. Und je näher dein Verwandter zu dir steht, desto eher sollte man die Verwandtschaftsbande pflegen. Und das Pflegen der Verwandtschaftsbande gehört zu den großartigsten und zu den vorzüglichsten Taten, mit denen der Diener sich Allah subhanahu wa ta'ala nähern kann. Jetzt könnte man fragen, okay, gut, ich bin bereit, beispielsweise den Kontakt zu meinem Bruder zu pflegen, auch wenn er den nicht zu mir pflegt, und ich versuche, den Kontakt zu ihm und zu jenem wiederherzustellen. Aber wie oft muss ich denn den Kontakt pflegen? Muss ich jeden Tag 10-mal schreiben? Muss ich täglich schreiben? Was mache ich da genau? Und die Scharia hat hier nichts vorgegeben. Das bedeutet, die Scharia hat hier nicht gesagt, du musst am Tag 3-mal deine Verwandten grüßen oder ähnliches, sondern diese Sache kehrt zurück zu dem Urf, zu dem, was gang und gäbe ist. Zu dem, was gang und gäbe ist. Und dies unterscheidet sich von den Personen und von den Umständen und von den Zeiten. Das heißt, es kommt darauf an, was bei deinem Urf, was bei deiner Kultur, was bei deinem Brauch als jemand gilt, der die Verwandtschaftsbande pflegt. Das heißt, wenn es beispielsweise alle 3 Tage ist und wenn man sich mehr als 3 Tage nicht meldet, dann gilt man als jemand, der die Verwandtschaftsbande getrennt hat. In diesem Fall meldest du dich alle 3 Tage. Wenn es ein wöchentlich ist, dann wöchentlich. Das ist also nichts, was festgelegt wurde von der Scharia, sondern die Sache kehrt zurück zu dem, was gang und gäbe ist. Und wie gesagt, dies kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Vielleicht war es früher so, dass man es täglich machen musste. Dann kommt eine Zeit, wo es nicht mehr täglich der Fall ist, sondern vielleicht wöchentlich und so weiter. Das heißt, so dass du als jemand giltst, der die Verwandtschaftsbande pflegt. Und wenn du mehr tun solltest, als das, was von dir verlangt wurde, dann ist dies von deiner Großzügigkeit. Und dazu gehört natürlich auch, dass du beispielsweise arme Verwandte finanziell unterstützt. Und das ist eine wundervolle Form vom Pflegen der Verwandtschaftsbande. Oder dass du zum Beispiel diejenigen, die reich sind, beschenkst und so weiter. Das bedeutet, all diese Sachen bringen einen großartigen und gewaltigen Lohn mit sich. Lass dir das nicht entgehen und gehör nicht zu den vielen, vielen Leuten, die wir heutzutage haben, und breche die Verwandtschaftsbande mit deinen Nahestehenden. Denn dies ist etwas, was falsch ist, und es ist eine große Sünde. Und je näher die Person zu dir steht, desto schlimmer ist das Ganze. Und dies gehört zu den Zeichen der Stunde, wie wir aus den Überlieferungen am Anfang erfahren haben. Und das ist eine Sache, die wir heute sehen, sodass der Sohn nicht mehr mit dem Vater redet und der Vater nicht mit seinem Sohn und die Tochter nicht mit der Mutter und die Mutter nicht mit der Tochter und so weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen machen, die die Verwandtschaftsbande pflegen. Möge er uns zu jenen machen, die gesunde Familien haben und stabile Verhältnisse. Und möge er unsere Familien segnen. Abdullah ibn Mas'ud, Allahs Wohlgefallen auf ihm, er berichtet, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Inna min ashrat is-sa'a an yusallim ar-rajul 'ala ar-rajul la yusallimu 'alayhi illa lil-ma'rifa. Dort sagt der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, dass es zu den Zeichen der Stunde gehört, dass der Mann den Mann nur grüßt, weil er ihn kennt. Illa lil-ma'rifa. Außer er grüßt ihn nur, weil er ihn kennt. Und diese Überlieferung, die finden wir im Musnad von Imam Ahmad, wurde von Shu'ayb al-Arnaud für Hassan erklärt. Und Sheikh al-Wadi'i hat ihn ebenfalls für Hassan li-Ghayrihi erklärt. Ahmad Shakir hat den Isnad für Sahih erklärt. Und in einer anderen Riwaya, in einer anderen Überlieferung über den Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, heißt es, dass er sagte: Inna bayna yaday as-sa'a taslim al-khassa. Das zu den Zeichen der Stunde gehört, dass man nur die Speziellen begrüßt. Dass man den Salam nur zu denjenigen spricht, die speziell sind. Und diese Überlieferung finden wir auch im Musnad von Imam Ahmad und bei Al-Hakim. Und Al-Hakim hat den Isnad für Sahih erklärt und Ahmad Shakir. Was heißt das Ganze? As-Sakhawi, er sagt in Ashrat al-Sa'a, wa taslimu al-Khassa, ay يخص من يختاره للسلام عليه إما لوجاهة أو نحوها من رغبة أو رهبة. Er sagt, und das Begrüßen mit dem Salam für die speziellen Leute, also damit ist Folgendes gemeint, und zwar, er wählt diejenigen aus für den Salam.
entweder wegen der Notabilität bzw. wegen dem Prestige oder ähnlichem, weil er sich etwas erhofft oder etwas fürchtet. Und der Sheikh Hmoud al-Tuwajri, rahimahullah, sagte, قَوْلُهُ تَسْلِيمُ الْخَاصَّ. Diese Überlieferung, Taslim al-Khasa, wurde von einer anderen Überlieferung erklärt, von Kharija ibn Samit und von Al-Aswad ibn Hilal und Al-Aswad ibn Yazid. Dort heißt es, dass der Gruß des Mannes an dem Mann ist durch die Kenntnis. Also, wenn man sich kennt. Und dies ist von den Sachen, die sich in unserer Zeit verbreitet und bewahrheitet haben. Und das ist tatsächlich so. Das ist eines der Sachen, die in unserer Zeit schon die Norm geworden sind. Und zwar, dass man den Salam nur noch denjenigen gibt, die man kennt. Und das ist etwas, was jeder von uns bezeugen kann und bezeugen wird, der diese Erfahrung gemacht hat. Und ich bin sicher, dass die allermeisten diese Erfahrung gemacht haben. Und interessant ist es, wenn man mal einer Person, die man nicht kennt, den Salam gibt, wie diese Person teilweise reagiert. Sie reagiert ganz geschockt, als hättest du etwas Großes gemacht. Manche sind total verwirrt, andere reagieren mit einem Lächeln und geben den Salam zurück. Andere sind total irritiert. Hä, wer ist das? Kennen wir uns? Ich erkenne ihn gerade nicht und sind total irritiert, als würde man den Salam nur denjenigen geben, die man kennt. Dies ist aber nicht so, denn der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, er lehrte uns, den Salam jedem zu geben. Und hierzu gibt es viele wundervolle Überlieferungen, unter anderem die, die wir im Sahih-Werk von Muslim finden, wo Abu Huraira überliefert, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Ihr werdet nicht ins Paradies eintreten, bis ihr glaubt. Wa la tu'minu hatta tahabu. Und ihr werdet nicht glauben, bis ihr einander liebt. Awa la adullukum ala shay, idha fa'altumuh, tahabbabtum. Soll ich euch nicht auf etwas hinweisen? Wenn ihr es tut, dann werdet ihr euch lieben. Afshu salama bainakum. Verbreitet den Salam untereinander. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam lehrte den Sahabern die vorzüglichen Taten, die sie um Stufen in der Akhira im Jenseits aufsteigen lassen. Manchmal sind es kleine Taten, die unser einer unterschätzt. Ich meine, ein Salam. Das ist nichts Schwieriges, jeder kann Assalamu alaikum sagen. Du hast nicht das Gefühl, wenn du diese Tat tust, dass das eine gewaltige Tat ist. Aber wir sehen den Vorzug dieser Tat und was für ein großer Lohn dahinter steckt. Und das ist oft in der Scharia so, aufgrund der Großzügigkeit Allahs, dass in kleinen, einfachen Taten eine riesen Belohnung steckt. Und leider die meisten der Muslime diese Sachen nicht wirklich wahrnehmen, beziehungsweise sie die Initiative nicht ergreifen, diese ganzen Belohnungen mitzunehmen, die wir am Tag der Auferstehung brauchen. Abgesehen von der großen Belohnung, lehrt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass diese Sache Liebe unter den Muslimen verbreitet. Und das ist tatsächlich so. Wenn du das mal probierst und du durch die Straßen gehst, insbesondere in islamischen Ländern, du einfach Leute grüßt, die du nicht kennst, mit einem Lächeln, teilweise fangen sie an zu strahlen, nachdem du sie begrüßt. Und sie erwidern den Salam. Manchmal hat man kurz Augenkontakt und dann grüßt du und plötzlich strahlt dieser Mensch und grüßt zurück. Und das ist eine wunderschöne Sache. Genau wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Und das ist das, was die Muslime aktuell brauchen. Diese Stärkung untereinander. Und es geschieht dadurch, dass sie sich lieben. Und der Salam ist ein Weg dazu, um diese Liebe zu fördern unter den Muslimen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam vermittelt uns auch in der Überlieferung, die ich soeben erwähnt habe, im Sahih-Werk von Muslim, dass keiner ins Paradies eintritt, außer der Gläubige. Und dass die Liebe zum Muslim oder die Liebe zu den Muslimen, zum vollkommenen Glauben gehört. Und diese Sache ist in dieser Zeit so immens wichtig, in einer Zeit, wo jeder nur noch für sich lebt und die meisten Menschen isoliert sind und die Verwandtschaftsbande gebrochen ist und die Muslime keinen Zusammenhalt mehr haben und so weiter, ist diese Sache immens wichtig. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina ankam, war das Erste, was er sagte, und dies überliefert Abdullah ibn Salam, Ya ayyuhannas, afshu salam, wa at'imu at'am,
وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. O ihr Leute, verbreitet den Salam und gebt zu essen und pflegt die Verwandtschaft und betet in der Nacht, während die Leute schlafen, so tretet ihr ins Paradies ein mit Frieden. Und diese Überlieferung finden wir im Sunanwerk von Ibn Majah. Und gemeint ist mit der Verbreitung des Salam, dass man diesen Salam, diesen Gruß verbreitet und dies vermehrt tut. Und As-Salam ist eines der Namen von den Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie wir zuvor gesagt haben, ist dieser Salam eines der Gründe, also dass du die Leute mit Assalamu alaikum grüßt, dies ist eines der Gründe, dass sich die Liebe unter den Muslimen breit macht. Und das ist der Gruß, der gesegnete Gruß dieser Umma. Und hier sollten wir eine Sache erwähnen, und zwar gibt es viele der Muslime, die statt mit dem Salam zu grüßen, mit Hallo oder Hi oder was auch immer grüßen. Und das ist natürlich ein Mangel, denn ein Muslim, er sollte mit Assalamu alaikum grüßen, wenn er mit dem Muslim spricht. Ob er diesen Muslim kennt oder ob er ihn nicht kennt. Darüber hinaus habe ich erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Worte gesagt hat, als er in Medina eintraf. Das heißt, er kam gerade in Medina an und das Erste, was er gesagt hat, war Ya ayyuhannas, o ihr Leute, afshus salam, verbreitet den Salam. Das ist das Erste, was der Prophet alaihi salatu wassalam sagte. Und die beste und vorzüglichste Weise, den Salam zu verbreiten, ist es, dass du sagst Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, er erwähnte in der Überlieferung Musnad von Imam Ahmad über Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, dass er den Propheten alayhi salatu wassalam hörte, wie er folgendes sagte, und zwar وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, und bei dem, dessen Hand Muhammad Seele ist, لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخَوَّنَ الْأَمِينَ, und die Stunde wird nicht eintreffen, bis der Vertrauenswürdige als Betrüger dargestellt wird. وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِن, und dem Verräter oder dem Betrüger wird geglaubt. Also die Realität wird verdreht. Das ist das, was wir heute sehen, subhanallah, aber das ist nicht das Thema. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْش وَالْتَفَحُّش, bis الْفُحْش und التَفَحُّش auftreten. Darüber haben wir auch schon geredet. Nämlich, damit ist gemeint, dass diese Obszönitäten, diese abscheulichen, unmoralischen Sachen sich verbreiten werden. Und dann sagt der Prophet alaihi salatu wassalam, وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامُ, und dass die Verwandtschaftsbande gebrochen wird. Und darüber haben wir auch geredet. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَسُوءُ الْجِوَارِ, und die üble Nachbarschaft. Und diese Überlieferung, die finden wir im Musnad von Imam Ahmad, länger, mit der Nummer 6872, und auch in anderen Werken. Und Al-Hakim hat sie für authentisch klassifiziert. Und Shu'aib al-Arnaud sagte, dass er sahih li-ghayrihi ist, also auch authentisch. Und Ahmed Shakir hat die Überlieferungskette ebenfalls für authentisch erklärt. Und in dieser Überlieferung finden wir tatsächlich Sachen, die so alle heute klar und deutlich zu sehen sind. Zum einen, dass diese Obszönitäten sich breit gemacht haben, dass diese unmoralischen Sachen sich breit machen, die Schamlosigkeit, die schmutzigen Sachen, dass dem Vertrauenswürdigen nicht mehr geglaubt wird und der Vertrauenswürdige wird als der Betrüger und der Lügner, der Hassprediger dargestellt, wohingegen der Lügner und der Betrüger als der Ehrliche und Wahrhaftige dargestellt wird. Und genauso wird die Verwandtschaftsbande gebrochen. Und das ist etwas, was wahrscheinlich in beinahe allen Familien vorhanden ist. Oder wenn nicht, dann in den meisten Familien, dass der Bruder nicht mehr mit dem Bruder spricht oder die Schwester nicht mit der Schwester, Kinder nicht mit den Eltern, Eltern nicht mit den Kindern und so weiter. Und die Sache, über die ich jetzt rede, ist und die schlechte Nachbarschaft. Und damit ist Folgendes gemeint, dass man schlecht zu seinem Nachbarn sein wird. Und das ist etwas, was in unserer Zeit
ebenfalls vorhanden ist. Und der Doktor Mohammed al-Mubayyid, er hat etwas sehr Interessantes gesagt. Und zwar sagte er sinngemäß über diese Sache: Und als der Islam klar machte und zu der guten Nachbarschaft rief und zur Ehrung des Nachbarn und die Unterlassung des Schadens, also dass man dem Nachbarn nicht schadet, sondern den Nachbarn ehrt, so ist dies eine gewaltige Wesensart, die man bewahren und sich darum bemühen sollte. Man soll sich also bemühen, dass man den Nachbarn ehrt und dass man ihm keinen Schaden zufügt. Wie zum Beispiel, indem man extrem laut ist und den Nachbarn stört und dreckig ist und so weiter. Ja, alle Formen des Schadens sollte man dem Nachbarn ersparen. Und hier möchte ich kurz etwas erwähnen, und zwar, wenn dein Nachbar ein Käfer ist, dann hat er immer noch die Rechte des Nachbarn. Das sollte man sich vergegenwärtigen. Man darf nicht denken, oh, er ist ein Käfer, ich kann machen, was ich will, hat er Pech gehabt. So funktioniert das nicht. Er ist dein Nachbar. Und der Nachbar im Islam, er hat gewisse Rechte. Die musst du ihm geben. Und Allah hat es nicht davon abhängig gemacht, dass dieser Nachbar ein Muslim ist oder nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn dieser Nachbar noch ein Muslim ist, dann hat er nicht nur die Rechte des Nachbarn, sondern er hat auch noch die Rechte des Muslims dir gegenüber. Und die Rechte des Muslims plus die Rechte des Nachbarn. Und ich weiß, dass es die schlimmsten Nachbarn überhaupt geben kann. Ich bin sicher, dass der ein oder andere, der das hört, schon die Erfahrung gemacht hat. Dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Die dritte Sache ist, wenn dieser Nachbar auch noch ein Verwandter von dir ist, wie beispielsweise deine Schwester oder dein Bruder oder dein Vater oder deine Mutter, dann hat dieser Nachbar noch dieses dritte Recht, und zwar das Recht des Verwandten. Dann ist das sowohl das Recht des Verwandten als auch das Recht des Muslims, als auch das Recht des Nachbarn. Das heißt, wir müssen auf diese Sache achten. Nur weil einer beispielsweise kein Muslim ist, heißt es nicht, dass du machen kannst, was du willst. Das ist eine Sache. Gehen wir zurück zu der Aussage. Er sagt weiter, und wenn man sich davon abwendet, so ist dies ein riesiger Mangel im Hinblick auf die Gesellschaft für diese Umma. Und das ist tatsächlich der Fall. Und dann sagt er weiter sinngemäß, wie es heute beobachtbar ist. Also heute ist es zu beobachten, wie die Leute sich davon abgewendet haben, von dieser Pflicht, dass man den Nachbarn gut behandelt und dass man ihm keinen Schaden zufügt. Und das ist heute tatsächlich der Fall. Ich bin sicher, dass die meisten ihre eigenen Erfahrungen diesbezüglich gemacht haben. Und dann erwähnt er etwas sehr Interessantes und Wichtiges. Er sagt, die Barmherzigkeit, welche vorhanden sein sollte zwischen den Individuen der islamischen Gesellschaft, wurde durch das Brechen des Kontakts und durch die Meidung und durch die Unachtsamkeit in Bezug auf das Halten des liebevollen Kontakts zwischen den Leuten ersetzt. Das heißt, anstatt dass wir gut miteinander umgehen, ihnen die Rechte des Nachbarn geben und so weiter, sagt er, dass das ersetzt wurde und ausgetauscht wurde durch das Brechen des Kontaktes, durch die Meidung dieser Person und durch die Unachtsamkeit in Bezug auf das Halten des Kontakts. Und dann sagt er, außer durch das Erlangen eines persönlichen Nutzens und die Verwirklichung spezieller Agenten. Das heißt, außer durch das Erlangen eines persönlichen Nutzens, damit ist gemeint, wenn du von dieser Person profitierst, dann hältst du den Kontakt und dann gibst du ihm die Rechte. Aber nur wenn du davon profitierst, und so sind heute leider viele Menschen, die melden sich bei einem zum Beispiel nur, wenn sie etwas brauchen. Die kennt jeder, bin sicher, die kennt jeder. Und die Verwirklichung spezieller Agenten. Das heißt, am Ende wird das dann nur noch getan, um einen eigenen Vorteil aus dieser Sache zu erzielen. Und das ist etwas, was wir heute sehr wohl wahrnehmen. Und wenn wir schon beim Thema Nachbarn sind, wollte ich einige Sachen erwähnen, die der Prophet alaihi salatu wassalam in Bezug auf den Nachbarn erwähnte. Und das sind wichtige Punkte, die man als Muslim unbedingt kennen sollte. Und man sollte wissen, was der Prophet hierüber sagte. Und mit die bekannteste Sache, die der Prophet sagte, und die Überlieferung finden wir sowohl im Bukhari als auch im Muslim, er sagte er, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'zi jarah. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so soll er seinen Nachbarn nicht schaden. Das ist der Prophet alayhi salatu wassalam. Und interessant ist, dass der Prophet sallallahu alayhi wassalam sagt yu'zi und adhiya, das Wort im Arabischen, welches übersetzt wird als Schaden oder das Verletzen, ist nochmal harmloser als das arabische Wort darar. Darar ist, in der Hierarchie ist das noch ein schlimmerer Schaden als adhiya. Adhiya ist nochmal ein harmloserer Schaden. Und wir finden auch Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam
vor dem üblen Nachbarn Zuflucht suchte bei Allah, indem er sagte, Allahumma inni a'udhu bika min al-jarisu, dass er seine Zuflucht vor dem üblen Nachbarn suchte bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn ein übler Nachbar kann einem das Leben extrem erschweren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dieses Recht gegenüber unseren Nachbarn erfüllen lassen und möge er uns zu vorbildlichen Muslimen machen. Das Verschwinden der Amana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith bei Bukhari: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Wenn die Amana, das Vertrauen verschwindet, dann warte auf die Stunde. Der Gefährte fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا? Wie wird es verloren gehen? Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn die Autorität denjenigen gegeben wird, die es nicht verdienen, dann warte auf die Stunde. Und der Hadith ist bei Bukhari überliefert. Wenn die Autorität denjenigen gegeben wird, die es keineswegs verdienen, wenn die Anführer Sufaha sind, Schwachsinnige, Leute kommen an die Macht, die schwachsinnig sind. Ein Mangel an Verständnis in der Religion. Und wenn sie die Herrscher werden, dann warte auf die Stunde. Die Position des Herrschers ist eine riesige Amana. Ein riesiges, anvertrautes Gut. Und wenn wir sehen, dass die Unfähigsten herrschen, die weder Wissen in der Religion haben, keine Barmherzigkeit gegenüber dem Volk, das Volk ausbeuten, dann ist es eine Art von Verlust der Amana. Und das ist ein Zeichen der Stunde. Und heutzutage sehen wir es. Interessant ist, dass Imam al-Bukhari diese Überlieferung in seinem Sahih-Werk unter dem Kapitel Kitabul Ilm erwähnte, also das Buch über das Wissen. Welche Überlieferung? Die Überlieferung, wo ein Beduine zum Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm geht und er fragt, Mitta sa'a, wann ist die Stunde? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fuhr mit seiner Rede fort. Also er antwortete nicht auf diese Frage. Und dann sagten einige Leute, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihn zwar gehört hat, ihm aber die Frage nicht gefiel. Und andere haben gesagt, nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Frage des Beduinen nicht gehört. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Ende gesprochen hatte, sagte er, Aina sa'ilu anis sa'a? Wo ist der Fragende über die Stunde? Der Beduine sagte, ich bin hier, o Gesandter Allahs. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Wenn die Amana verloren geht, wenn die Ehrlichkeit, wenn das anvertraute Gut verloren geht, dann warte auf die Stunde. Und der Beduine, er fragte, كَيْفَ إِضَاعَتُهَا. Wie wird sie verloren gehen? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Wenn die Angelegenheit in die Hände von untauglichen Personen kommt, dann warte auf die Stunde. Und mit der Angelegenheit ist hier die Arten der Angelegenheiten, welche mit der Religion zusammenhängen, wie zum Beispiel die Khilafa oder die Imara oder auch das Richteramt, das Fatawa-Amt und so weiter. Diese Sachen, wenn die in die falschen Hände geraten, von Leuten, die nicht geeignet sind dafür. Und diese Überlieferung, subhanallah, ist in unserer Zeit extrem erstaunlich. Imam al-Bukhari, der große Imam dieser Umma, er hat diese Überlieferung in seinem Sahih-Werk erwähnt, unter dem Kapitel Kitabul Ilm, das Kapitel über das Wissen. Und wir wissen, dass diese Platzierung von Imam al-Bukhari unter diesem Kapitel nicht bedeutungslos ist, denn der Fiqh von Imam al-Bukhari entnimmt man von den Kapitelthemen seines Sahih-Werks. Bukhari platzierte eine Überlieferung nicht einfach so unter ein gewisses Kapitel, sondern um indirekt damit etwas zu vermitteln. Was ist also der Zusammenhang zwischen der Übergabe der Angelegenheit an Leute, die nicht qualifiziert sind dafür oder die nicht diese Verantwortung tragen können? Was ist die Verbindung zwischen dem und dem Wissen? Die Verbindung ist folgendes, und zwar, dass das Ganze zurückzuführen ist auf die vorherrschende Unwissenheit. Und es ist darauf zurückzuführen, dass das Wissen aufgehoben wird. Und das Aufheben des Wissens und die Verbreitung der Unwissenheit gehört ebenfalls zu den Zeichen der Stunde.
As-Safaraini, rahimahullah, er sagte, als er über die Unterteilung der Zeichen der Stunde sprach, zweitens die mittleren Zeichen, und diese sind jene, welche aufgetaucht sind und nicht mehr verschwinden. Er spricht hier also über Zeichen, die sind aufgetaucht, und diese Zeichen, sie verschwinden nicht mehr, sie bleiben. Und dann sagt er weiter, sondern nimmt es zu und wird mehr. Diese mittleren Zeichen, diese Zeichen, sie kommen, sie tauchen auf und dann verschwinden sie nicht mehr, sondern im Gegenteil, sie werden noch mehr. Und diese sind viele. Und er zählte dann einige auf und er erwähnte dann die Überlieferung von Abu Huraira, die ich erwähnt habe, wo der Beduine den Propheten gefragt hat, sallallahu alaihi wasallam, und der Prophet nicht auf seine Frage geantwortet hat. Und am Ende hat er dann gesagt, wo ist derjenige, der die Frage gestellt hat, nach der Stunde. Und dann hat der Beduine gesagt, ich bin hier, O Gesandter Allahs. Und dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn die Ehrlichkeit, wenn die Amana verloren geht, dann warte auf die Stunde. Und der Beduine fragte, wie soll das verloren gehen? Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn die Macht oder die Autorität in die Hände von untauglichen Personen kommt, dann warte auf die Stunde. Dann erwähnte As-Safaraini diese Überlieferung. Ibn Uthaymin, rahimahullah, er sagte zu dieser Überlieferung, also, إذا فسد الناس وكانت الأمور تسند إلى غير أهلها. Wenn die Leute verdorben sind und die Angelegenheit Leuten gegeben wird, die nicht dafür geeignet sind. الفتوى تسند للجاهل. Die Fatwa wird dem Jahil gegeben, also der Unwissende, der Unqualifizierte, der wird in der Position sein, Fatawa zu geben. والإمارة تسند للسفي. Und die Imara, sie wird dem Dummen gegeben. وَالْإِدَارَةُ تُسْنَدُ لِمَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ بِالْإِدَارَةِ Und das Amt oder die Verwaltung oder die Leitung wird demjenigen gegeben, der kein Wissen über diese Sachen hat. Und so weiter. Das heißt, die Leute bekommen diese Position, die untauglich sind für diese Position. Und dann sagt er, وَالْخُلَاصَةُ أَنَّهُ إِذَا فَسَدَ النَّاسِ فَانْتَظِرِ السَّاعَ Und die Zusammenfassung davon ist, dass wenn die Menschen verderben, dann warte auf die Stunde. Diese Aussage hat er noch getätigt vor Social Media und so weiter, bevor all diese verdorbenen Social Media Plattformen vorhanden waren, wie TikTok und wie sie alle heißen. Und er sagt, لِأَنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ Denn die Stunde, sie wird eintreffen auf die übelste Schöpfung. فَفِي هَذَا التَّحْذِيرُ مِنْ تَضْيِيعِ الْأَمَانَةِ Hierin liegt eine Warnung vor dem Verlorengehen der Amana, vor dem Verlorengehen der Zuverlässigkeit, der Ehrlichkeit. Und dann sagt er, dass es verpflichtend ist oder dass es so sein sollte, dass demjenigen die Verantwortung gegeben wird, der dafür geeignet ist. Und dann denjenigen, der danach am geeignetsten ist und so weiter. Und dass dies erforderlich ist für die Amana, beziehungsweise um das anvertraute Gut zu verwirklichen. Wir sehen in heutiger Zeit immer mehr Erdbeben. Das Erdbeben in Marokko, das Erdbeben in der Türkei und in Syrien und in anderen Ländern. Und das ist etwas, worüber uns der Prophet alaihi salatu wassalam informierte. Er sagte in der Überlieferung von Abu Huraira, La taqumu as-sa'a hatta yuqbada al-'ilm. Die Stunde wird nicht eintreffen, bis das Wissen aufgehoben wird. Wa takthura az-zalazil. Und die Erdbeben sich mehren. Und die Überlieferung finden wir im Sahih-Werk von Bukhari und auch im Sahih-Werk von Muslim. Einer der Erläuterer sagte hierzu, also einer derjenigen, der diese Überlieferung erklärte, er sagte, hatta takthura az-zalazil, bis die Erdbeben mehr werden. Er sagt, Al-Zalazilu jam'u Zalzala. Das Zalazil ist der Plural von Zalzala. Also Erdbeben ist der Plural von Erdbeben. Im Arabischen quasi. Und dann sagt er, und das ist das Bewegen der Erde. Ja, wenn die Erde sich bewegt. Und dann sagt er, das heißt, die Erdbeben, also dass die Erde sich bewegt, wird sich am Ende der Zeit häufen. Und Ibn Rajab, der Imam, er sagte in seiner Erläuterung zu dieser Überlieferung, und das Offensichtliche ist, also das Offensichtliche von dieser Überlieferung, dass man dies als tatsächliche Erdbeben versteht. Also als Erdbeben, die physisch sind.
وهي ارتجاف الأرض وتحركها. Und dies ist, dass die Erde zittert bzw. sich bewegt. Und dann sagt er, وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الزَّلَازِلِ الْمَعْنَوِيَّةِ. Und es ist auch möglich, dass man diese Erdbeben als metaphorische Erdbeben versteht. Was sind dann metaphorische Erdbeben? Er sagt, وَهِيَ كَثْرَةُ الْفِتَنِ الْمُزْعِجَ الْمُوجِبَ لِإِرْتِجَافِ الْقُلُوبِ. Dies sind die vielen Fittern, die störenden Versuchungen, die das Herz zum Beben bringen. Und dann sagt er, dass das erste, nämlich dass es tatsächliche Erdbeben sind, das sind physische Erdbeben, die spürst du, die fühlst du. Er sagt, dass das eher der Fall ist, nämlich dass die Erdbeben zunehmen. Das erwähnt Imam Ibn Rajab in seinem Fathul Bari. Das ist seine Erklärung zum Sahih-Werk von Al-Bukhari. Dies ist leider nicht vollständig. Und das, was aus den Überlieferungen hervorgeht, das, was deutlich daraus hervorgeht, ist, dass diese Erdbeben häufig auftreten werden. Und in der Überlieferung, im Musnad von Imam Ahmad, heißt es zum Beispiel, وَبَيْنَ يَدَيِ السَّاعَ سَنَوَاتُ الزَّلَازِلِ. Und vor der Stunde sind Jahre der Erdbeben. Das heißt, es ist eine lange Periode und ein häufiges Auftreten dieser Erdbeben. Die Überlieferungskette dieser Überlieferung hat Shu'aib al-Arnaut für authentisch erklärt. Und Ibn Hibban hat diese Überlieferung auch für authentisch erklärt. Und Al-Wadi'i in seinem Sahih al-Musnad. Das heißt, die Rede ist also von häufigen Erdbeben. Und es ist eher der Fall, dass damit die tatsächlichen Erdbeben gemeint sind, also die, wo sich die Erde bewegt und die Häuser zerstört und die Menschen tötet, möge Allah unseren Geschwistern beistehen. Und Ibn Uthaymin, rahimahullah, er sagt auch etwas sehr Interessantes hierzu. Und zwar sagt er, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns darüber informierte, dass die Stunde nicht eintrifft, bis die Erdbeben mehr werden. Und diese sind von zweierlei Art. Also diese Erdbeben, sie sind von zweierlei Art. Erstens physisch, also physische Erdbeben, welche die Erde bewegt. Das zerstört die Städte und die Wohnhäuser. Und die zweite Art ist das metaphorische Beben, wodurch der Iman, wodurch der Glaube und die Aqida und der Akhlaq, der Charakter und das Verhalten erschüttert werden, bis die Menschen verwirrt sind in ihren Aqaid, und in ihrem Akhlaq und in ihrem Verhalten, wodurch der Verständige und Nachsichtige verwirrt ist. Und es ist möglich, dass der Hadith beides beinhaltet, jedoch ist es in Bezug auf den ersten deutlicher, also in Bezug auf die physischen Erdbeben. Der zweite Punkt, den Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah erwähnt, ist ein Phänomen, das wir in unserer Zeit sehr häufig sehen. Insbesondere, wenn die verschiedensten Sekten anfangen, über die Aqida zu sprechen, insbesondere auf den sozialen Medien, auf all den möglichen Plattformen, und ein Laie sich diese Sachen anguckt, ein Laie, der noch nie die Aqida gelernt hat, ein Laie, der noch nie irgendetwas vom Islam tiefgründiger gelernt hat, er schaut sich an, was die Sekten zu sagen haben über die Aqida, und dann will er dir erzählen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nichts ist. Ja? Alle Eigenschaften, die Allah sich selbst im Koran gegeben hat und auch sein Prophet sallallahu alaihi wasallam, sind in Wirklichkeit gar nichts. Und dann versuchen sie mit ihren teuflischen Mitteln, diese Person davon zu überzeugen, die ohnehin nie die Aqida von Ahlus Sunnah gelernt hat. Und hier ist das Riesenproblem, wovon der Sheikh hier spricht, nämlich dieses metaphorische Beben, dass der Mensch erschüttert wird durch diese Shubuha, durch diese Scheinargumente in der Aqida und in dem Glauben und selbst in dem Verhalten und im Charakter, wodurch der Verständige verwirrt wird. Derjenige, der vorher noch verständlich war, ist plötzlich verwirrt. Und möglicherweise ist das eines der Sachen, die der Sheikh hier meint, der, rahimahullah, viele dieser Fittern gar nicht mehr mitbekommen hat. Aber nichtsdestotrotz bekommen wir sie mit und wir sehen, wie Leute anfangen, sich Debatten anzuschauen zwischen zwei Leuten und er hat noch nie die Aqida gelernt oder er hat nie etwas tiefgründig von seiner Religion gelernt und so funktioniert das nicht, so lernt man nicht die Religion. Wenn man die Religion lernen möchte, dann macht man das auf klassische Weise, indem man die grundlegenden Werke der Gelehrten studiert und Alhamdulillah gibt es seit kurzem eine Möglichkeit von uns, wo wir die klassischen Werke von Ahlus Sunnah unterrichten. Jeder, der interessiert ist, den Islam tiefgründiger
auf deutscher Sprache zu lernen, hat die Möglichkeit, sich dort anzumelden, dein Teil zu werden, inshallah. Aber nichtsdestotrotz kehren wir zurück zu der eigentlichen Bedeutung von physisch, von den physischen Erdbeben. Das sind die, die wir sehen, die vor einigen Tagen in Marokko, davor in der Türkei und in Syrien und auch in vielen anderen Ländern. Und es tritt immer häufiger auf. Die Spanne zwischen den Erdbeben wird immer kürzer gefühlt. Und wir haben interessanterweise eine Aussage von Al-Barzanji und er spricht über die Ashrat al-Sa'a, also über die Zeichen der Stunde, und dann erwähnt er die verschiedensten Erdbeben, die in der islamischen Geschichte passiert sind. Er erwähnt einige und dann erwähnt er auch teilweise, wie viele Jahre zwischen denen waren. Und er erwähnt dann zwei verschiedene Erdbeben und dann sagt er, وَكَانَ بَيْنَا الزَّلْزَلَتَيْنِ عَشْرُ سِنِينَ. Und zwischen diesen zwei Erdbeben waren 10 Jahre. Das war interessant, denn wir stellen fest, dass es bei uns mittlerweile nur noch alle paar Wochen sind oder eventuell wenige Monate. Und das ist etwas, was darauf hindeutet und sehr stark darauf hinweist, dass diese Erdbeben mehr geworden sind und häufiger geworden sind. Und das ist etwas, was wir in unserer Zeit feststellen und was ebenfalls eines der Zeichen der Stunde ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und unsere Geschwister schützen und barmherzig mit den Verstorbenen sein und ihren Familien Geduld geben und uns die Lehren daraus ziehen lassen. Denn das ist wichtig, dass der Gläubige die Lehren daraus zieht und sieht, wie nah wir der Stunde gekommen sind durch all die erfüllten Prophezeiungen. Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, er berichtet uns über viele Sachen, die am Ende der Zeit passieren werden. Einige davon sind schon eingetroffen, genauso wie er es gesagt hat, alayhi salatu wassalam. Anderes ist noch nicht eingetroffen. Und wiederum andere Sachen können sich erneuern. Es kann also Phasen geben, wo dies vorhanden ist und dann wieder Phasen, wo es nicht vorhanden ist und dann später wieder Phasen, wo dies erneut zu sehen ist. Und eines der Sachen, die der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, zum Beispiel exakt prophezeit hat, ist seine Aussage im bekannten Hadith von Jibril, wo er über die Zeichen der Stunde spricht und dann sagt er, وَأَنْ تَرَى الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Und dass du die barfüßigen, nackten Schafshirten sehen wirst, wie sie konkurrieren im Bauen hoher Gebäude. Das ist natürlich eine exakte Prophezeiung in unserer Zeit, die wir mit unseren eigenen Augen bezeugen können. Und es gibt Sachen, die noch nicht eingetroffen sind, wie zum Beispiel das Kommen vom Mahdi, von dem Führer der Muslime, der bald kommen soll. Und dann gibt es Sachen, die können passieren und dann gibt es wieder Zeiten, wo sie nicht mehr vorhanden sind und dann wieder Zeiten, wo sie vorhanden sind. Das heißt, sie erneuern sich quasi. Eines der Sachen, die noch nicht eingetroffen sind, ist jenes, über das der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, in der Überlieferung von Abi Huraira, der zu Abu Qatada gesprochen hat, und er sagte, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, يُبَايَعُوا لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّقْنِ وَالْمَقَامِ, dass einem Mann die Bay'a gegeben wird, also der treue Schwur zwischen dem Rücken und dem Maqam. Wir gehen gleich darauf ein, was das bedeutet. وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتِ إِلَّا أَهْلُهُ فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَجِيءُ الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرْبًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا هُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ. Diese Überlieferung, die finden wir im Musnad von Imam Ahmad, und der Isnad, die Überlieferungskette, ist authentisch. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass einem Mann die Bay'a gegeben wird, der Treueschwur, zwischen dem Rukn und dem Maqam. Der Rukn ist der Hajar al-Aswad, also der schwarze Stein. Und der Maqam ist der Maqam von Ibrahim alaihi salam. Diejenigen, die in Mekka waren, die wissen, wo das ist. Der Prophet sagt, dass einem Mann die Bay'a gegeben wird, also der Treueschwur. Und einige der Gelehrten, die diesen Hadith erklärten, sie sagten, dass dieser Mann hier der Mahdi ist, welcher am Ende der Zeit kommen wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam informierte uns darüber, dass am Ende der Zeit Sachen passieren werden. Und er überließ dies nicht dem Zufall, sondern er sagte sogar, was wir tun sollen.
und er informierte uns über so viele detaillierte Sachen, wie zum Beispiel über das Kommen vom Dajjal, wie wir uns zu verhalten haben, was wir tun, wenn er kommt und so weiter. Und darüber haben wir in anderen Videos gesprochen. Der Prophet sagt weiter in dieser Überlieferung, alayhi salatu wassalam, وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتِ إِلَّا أَهْلُهُ. Und das Haus werden für erlaubt erklären nur ihre Leute. Damit ist gemeint, nachdem diesem Mann die Bay'a gegeben wird, also der Treueschwur, dann werden die Muslime eine Armee schicken, die ihn und wer mit ihm ist, angreift. Also sie greifen ihn und seine Armee an, von diesem Mann, dem die Bay'a gegeben wurde. Und damit haben die Muslime, damit haben sie dann das Haus für erlaubt erklärt. Und wenn sie dann das Haus für erlaubt erklärt haben, dann frage nicht nach der Zerstörung der Araber. Denn sie haben es für erlaubt erklärt, die Araber. Und demzufolge, als Strafe dafür, dass sie das heilige Haus für erlaubt erklärt haben, wird ihre Zerstörung erfolgen durch die Hände anderer Völker. Und wenn das passiert, dann frage nicht nach dem Zugrundegehen der Araber, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Überlieferung. Und er erwähnte dann kommen die Abessinier und sie werden die Kaaba zerstören. Es wird so eine Zerstörung sein, dass sie danach nicht wieder aufgebaut wird. Also die Kaaba, sie wird so zerstört, dass sie danach nicht wieder aufgebaut wird und sie werden die Schätze aus ihr nehmen, das heißt aus der Kaaba. Und diese Zerstörung wird durch einen passieren und dieser eine wird in einer anderen Überlieferung benannt. Der Prophet überliefert, sallallahu alaihi wasallam, oder Abu Huraira überliefert im Sahih-Werk von Bukhari, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass dieser sagte, يُخَرِّبُ الْكَعْبَ ذُو السُوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَ. Zerstören wird die Kaaba ذُو السُوَيْقَتَيْنِ, derjenige mit dünnen Beinen. Und der Prophet sagt, dass er von Habasha sein wird, also aus Abessinien. Und dies wird am Ende der Zeit geschehen, wenn die Stunde nahe rückt. Und sie, also die Abessinier, werden auch diejenigen sein, die ihre Schätze stehlen werden. Und der Schatz der Kaaba ist unter der Kaaba begraben. Und es wurde gesagt, dass es das ist, was die Hüter der Kaaba an Geschenken sammelten. Und dann, als sie diese Geschenke bekommen haben, legten sie sie unter die Kaaba. Und andere sagten anderes in Bezug auf die Schätze der Kaaba. Der Punkt ist, dass dieser Mann die Schätze stehlen wird und nehmen wird. Und hier könnte man fragen, Allah sagt doch im Koran, in der Sure 28, Vers 57, أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا. Haben wir ihnen denn nicht eine feste Stellung in einem sicheren, geschützten Bezirk verliehen? Und hier könnte man sagen, das ist doch ein geschützter, sicherer Bezirk. Wie kann es sein, dass in diesem sicheren, geschützten Bezirk so etwas passieren wird? Die Antwort darauf ist, dass es ein sicherer, geschützter Bezirk ist, bis nahe der Stunde und kurz bevor die Dunya zerstört wird. Oder aber, man könnte auch so darauf antworten, dass dieser Vers allgemein ist und er wird spezifiziert von dieser Überlieferung, wie zum Beispiel die von Dussuwaiqatayn. Denn dieser Vers ist allgemein und er wird spezifiziert durch diese Überlieferung. Oder aber Allah subhanahu wa ta'ala hat dies zu einem sicheren, geschützten Bezirk gemacht, im Großen und Ganzen, aber natürlich gibt es Ausnahmen. Genauso wie wir dies aus der Geschichte von Abdullah ibn Zubayr erfahren und die Sachen, die zu seiner Khilafa vorgefallen sind, wo auch Mekka angegriffen wurde und auch andere Szenarien in der Geschichte. Und das ist eines der Sachen, die passieren werden am Ende der Zeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns schützen vor den Fittern. Möge er uns standhaft machen auf dem geraden Weg. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد